die Referate werden in Deutsch oder Englisch gehalten werden. Das heißt, und zwar auch jetzt die gleich kommenden in Englisch und in Deutsch. Wenn es gibt hinten eine Übersetzungsanlage, könnt ihr euch sehr gerne Kopfhörer und die simultane Übersetzung besorgen. Müsstet nur irgendeine Art von Dokument abgeben. If anybody needs translation into German, there's headphones in the back. Okay. Ja, der Titel unserer Tagung zielt ja auf Transformation, also auf die Veränderung der Welt und fragt, wie sie sich erforschen lässt, welche Herausforderungen sich daraus ergeben, dass wir, die Forschenden, uns als Teil dieser Transformation verstehen, so wir das denn tun. Und das ist aber, sagen jetzt für uns aus dem Institut für Gesellschaftsanalyse bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung sozusagen unsere Perspektive gewesen. Transformationsforschung ist eins unserer Schwerpunkte und darin sind wir keine neutrale Institution oder keine neutralen Akteure, sondern sehen uns sozusagen gleichzeitig ein als Teil darin, aber eben auch als Forschende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darin. Also Occupy, die Indignados, der arabische Frühling, am letzten Wochenende die Massenproteste gegen die europäische Kürzungspolitik. Anfangs schien das alles aus dem Nichts zu kommen. Eins der bekanntesten Schilder aus den Protesten in Spanien war Nobody expected the Spanish Revolution. Also warum entschließen sich Menschen zum Protest? Warum bleibt er auf der anderen Seite häufig aus, wenn er aus Perspektiven der Aktiven, die sich die Verbreiterung der Proteste wünschen, doch so notwendig erscheint? Und wie können wir eine emanzipatorische Forschung entwickeln, die diese Fragen so aufgreift und bearbeitet, dass die Subjekte des Protestes dabei nicht unter der Hand nur zu Objekten der Forschung werden? Das stellt also auch die Frage nach Parteilichkeit und wissenschaftlicher Distanz, nach der Vermessung der Welt angesichts dessen, dass wir gleichzeitig darin eingelassen sind und verändernd handeln. Ein ganz nettes Zitat von Marx dazu heißt, ein Menschen, das ist nicht die Sache mit dem Erkennen und Verändern, ein Menschen, der die Wissenschaft einem ihr äußeren fremden Interesse zu akkommodieren sucht, nenne ich gemein. Aber die Frage ist ja, was sind die fremden Interessen außerhalb der Wissenschaft? Von welchem Standpunkt aus werden sie definiert? Bisweilen liegt die Parteinahme für den Status quo vielleicht gar nicht in den inhaltlichen Positionen, sondern bereits in den Methoden und Konzepten selbst. Klaus Holzkamp zum Beispiel, Begründer der kritischen Psychologie, zeigte Anfang der 1970er Jahre für die Psychologie, wie das damals vorherrschende Modell des Behaviorismus menschliches Handeln nur nach dem Vorbild des Reagierens unter fremdgesetzten, unveränderlichen Bedingungen denken konnte. Die fremden Interessen, die Beschränkung von Erkenntnismöglichkeiten sind hier sozusagen in der Herangehensweise von Wissenschaft überhaupt schon sozusagen insgesamt schon angelegt. Von der begrifflichen methodologischen Anlage her können diese Ansätze also keine emanzipatorische Relevanz entfalten, wie er gesagt hat, was nicht heißen muss, dass nicht ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in Teilen zu reinterpretieren sind, aber das soll jetzt nicht unser Hauptaugenmerk sein. Doch auch eine Forschung, die vielleicht im Großen und Ganzen die Richtung und Interessen von Bewegungen teilt, kann auf der anderen Seite eben nicht nur die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit dieser Bewegungen sein. Also welche Widersprüche durchziehen die Bewegungen, an welche Grenzen stoßen sie, wie definieren sie ihre Probleme, wie lassen sich weitergehende Perspektiven entwickeln, wie werden sie oder inwieweit sind sie bereits Teil einer gesellschaftlichen Transformation? Diese Fragen sind auch Fragen an eine Bewegungsforschung und werden vielfach von den Aktiven selbst gestellt, die ja schließlich selber Interesse an der Reflexion ihrer Praxis haben. Die Trennung zwischen organisierter und finanzierter Möglichkeit der Reflexion einerseits und praktischem Veränderungshandeln andererseits ist dabei häufig eine Blockade. Meiner Wahrnehmung nach oder unserer Wahrnehmung nach aus der Vorbereitung ist diese Trennung vielleicht in Deutschland auch stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. You don't. Sorry. Hast du mal Kopfhörer für Sie? I took it. Sorry. Don't worry, I won't start again. Also Konzepte parteilicher und partizipativer Forschung scheinen in der Praxis dann, also in der politischen Praxis, häufig immer wieder neu erfunden zu werden.
Wir wollen auf dieser kleinen Tagung jetzt internationale Erfahrungen aus Bewegung und Subjektforschung zusammenbringen und gemeinsam diskutieren, vom politisch Aktiven wie auch im akademischen Kontext. Was sind konzeptionelle und forschungspraktische Probleme, die sich stellen? Wie können diese so bearbeitet werden, dass gemeinsame Veränderungsperspektiven entstehen können? Dabei ziehen sich durch die Tagung sagen eine Verbindung von grundlegenden und methodologischen Fragestellungen einerseits und Reflexionen konkreter Forschungs- und Bewegungserfahrungen andererseits. Das heißt, die grundsätzlichen Fragen sollen immer wieder anhand von konkreten Praxen aufgeworfen werden. Für den Anfang dieser Diskussion freue ich mich sehr, Dieter Rucht und Maria Elena Torre auf unserem Podium begrüßen zu dürfen. Ich muss gleich am Anfang sagen, dass Nick Theodor, der hier ebenfalls vorgesehen war, leider auf halbem Weg wieder umkehren musste, weil ein Vogel in sein Flugzeug geraten ist und überraschenderweise gewinnt der Vogel sowas. Also der Vogel hat, glaube ich, nicht gewonnen, aber das Flugzeug hat auch verloren. Auf jeden Fall mussten sie das Flugzeug wieder verlassen, auf dem Flughafen übernachten, so lange, bis sie alle krank waren und musste leider seine Reise dann abbrechen. Umso mehr freue ich mich allerdings, dass ich diese beiden wohlbehaltenen Referentinnen und Referenten hier begrüßen kann. Dieter Rucht zu meiner Rechten ist ja im Kontext der Bewegungsforschung in Deutschland wohl bekannt. Er war unter anderem von 2005 bis 2011 Co-Leiter der Forschungsgruppe Citizenship und politische Mobilisierung in Europa im WZB. Seine lange Liste der Veröffentlichungen und Forschungsarbeiten zu Bewegung und Bewegungsforschung will ich gar nicht anfangen zusammenzufassen. Stellvertretend verweise ich auf sein Handbuch, das er zusammen mit Roland Roth herausgebracht hat, 2008, die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Und im Moment ist er dabei, sozusagen ein Institut für Protest- und Bewegungsforschung aufzubauen oder zu gründen. Mit aufzubauen, natürlich. Zu meiner Linken Maria Elena Torre von der City University New York. Sie ist unter anderem Gründerin des Public Science Projects am Graduate Center der CUNY und hat lange Jahre partizipative Handlungs- und Aktionsforschung betrieben. Dabei lagen ihre Schwerpunkte auf Gefängnissen, Community-Organisationen und Schulen. Sie ist Sozialpsychologin und hat unter vielen anderen zum Beispiel im SAGE-Handbuch der Handlungsforschung veröffentlicht. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Christina Keindl. Ich war bis vor kurzem am Institut für Gesellschaftsanalyse der RLS beschäftigt. Und dort neben der Leitung der Redaktion der Luxemburg war mein thematischer Schwerpunkt sozusagen die subjektive Seite von Transformation. Seit November allerdings leite ich die Abteilung für Strategie und Grundsatzfragen der Partei Die Linke. Deshalb bin ich hier sozusagen noch auf dem letzten Sprung. Ich habe die Tagung konzipiert, organisiert, allerdings hat sie weitestgehend Jan Latzer, ohne dessen Arbeit die sicherlich nicht zustande gekommen wäre und dem ich an dieser Stelle nicht zum letzten Mal ganz herzlich danken möchte. Okay, ja. Dann würde ich euch bitten, einladen zu beginnen. Ja, erstmal einen schönen guten Tag und danke für die Einladung. Meiner Präsentation, wir haben vereinbart so 20 Minuten bis maximal 30 Minuten, liegt ein längeres Papier zugrunde, das basiert im Wesentlichen auf einem Vortrag vor Doktoranden. Und da geht es um die Frage der Positionierung im Grunde zwischen Parteilichkeit und dem Objektivitätsanspruch. Ich versuche langsam zu sprechen mit Rücksicht auf die Übersetzer, aber ich würde auch euch ermuntern, also wenn ich jetzt euch sage, könnt ihr mich auch duzen, heißt es, euch ermuntern, ruhig Fragen zu stellen und zu intervenieren, wenn was unklar ist. Wenn es jetzt um vertiefte Diskussionen geht, das müssen wir dann, glaube ich, nach hinten schieben, aber wenn wirklich Verständnisfragen sind oder jemand massive Zweifel anmelden will, dann kann er oder sie das ruhig signalisieren. Ich beginne vorab im Grunde mit meinem Argument und das lässt sich sehr schnell und einfach zusammenfassen. In der einschlägigen Forschung zu sozialen Bewegungen, zu Protestmobilisierungen, aber nicht nur dort, gibt es im Grunde zwei antagonistische Positionen. Die eine
strebt dem Objektivitätsideal der Wissenschaft nach und sagt, Wissenschaft ist nur dann Wissenschaft, wenn sie objektiv vorgeht, objektive Tatsachen produziert und alles andere, was diesem Objektivitätsgebot widerspricht, hat sich aus der Wissenschaft herauszuhalten oder umgekehrt, wenn man das in die Wissenschaft hineinträgt, dann betreibt man im Grunde keine Wissenschaft mehr. Die andere Position verlangt eine Parteinahme der Forschenden und da gibt es eine schwache und eine starke Position. Ich grenze mich von der starken Position ab und werde möglicherweise damit auch in Widerspruch geraten zu einigen, die hier im Saal sitzen oder vielleicht sogar vortragen. Ich grenze mich ab von einer Position, die eine starke Identifikation der Forschenden mit den jeweils Beforschten fordern. Ich gehe darauf noch ein bisschen näher ein. Zwischen diesen beiden entgegengesetzten Positionen gibt es dritte Positionen und ich nehme eben eine dritte Position ein. Das ist natürlich jetzt erklärungsbedürftig, es ist jetzt nicht irgendwie die goldene Mitte. Das muss man, glaube ich, ein bisschen auch begründen, wie das aussehen kann. Und das ist im Grunde jetzt die Linie meines Arguments. Demnach beginne ich jetzt erstmal mit der kurzen Darstellung dieser beiden entgegengesetzten Positionen. Ich habe es ja schon kurz angerissen und mache dann klar, wo ich stehe. Ich will das auch nochmal, weil das keine einfache Positionierung ist, die ein für alle Mal gesetzt ist, an meinen eigenen Schwierigkeiten und praktischen Erfahrungen am Schluss nochmal verdeutlichen, welche Probleme damit verknüpft sind. Das ist in etwa das, was ich jetzt tun will. Kurz zur ersten Position, das wäre eben das Postulat einer wertfreien Wissenschaft. Nach diesem Postulat, das ist ja, glaube ich, allen bekannt, hat die Wissenschaft eben kühl, nüchtern, objektiv, leidenschaftslos, eben frei von Werturteilen vorzugehen. Das darf eben die Parteinahme, Werturteile dürfen die Analyse in keinem Fall beeinflussen. Alles andere ist eben mit Wissenschaft unvereinbar. Und als eine ganz radikale Position wird sie eigentlich heute kaum mehr vertreten. Max Weber hat diese Position im Werturteilsstreit durchaus sehr entschieden vertreten, hat aber selbst im Grunde in seinen eigenen Schriften dann diese Position auch nicht stringent durchgehalten. Es gibt andere Vertreter einer objektiven oder scientifistischen Wissenschaft, etwa Karl Popper, die aber da schon Abstriche gemacht haben von dieser radikalen Position. Zumindest hat Popper konzediert, dass vorgehend der Wissenschaft, dem Erkenntnisakt, ein Erkenntnisinteresse, ein Interesse am Gegenstand vorliegen muss. Und das ist etwas, was sich seinerseits nicht mehr wissenschaftlich begründen lässt. Er sagt auch, dass das Kriterium der Neutralität, der Objektivität, selbst natürlich eine Parteinahme für einen Wert ist, nämlich den der Neutralität. Und insoweit steckt da schon quasi ein Paradox drin. Aber so die Position etwa auch von Popper. Sobald also der wissenschaftliche Prozess des Erkennens, des Beschreibens, des Interpretierens, des Erklärens beginnt, dann haben diese Werturteile keinen Platz mehr. Und dann gelten eben methodische Standards und da gibt es Verletzungen dieser Standards, etwa scientifische Fehlschlüsse oder naturalistische Fehlschlüsse, naturalistic fallacies, ich weiß nicht, ob die Übersetzer das gleich präsent haben. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass man von Seinszuständen, von dem, was ist, auf Sollen, auf Normen schließt. Also das wäre ein naturalistischer Fehlschluss. Der ist eben nach diesem Verständnis nicht möglich. Innerhalb der Protestforschung und der Bewegungswissenschaft wird eigentlich so ein stringentes Objektivitätsideal kaum mehr vertreten. Es gibt aber einige Vertreter, etwa Karl-Dieter Opp, der ein Anhänger von Rational-Choice-Theorien ist,
der auch ein Buch, sehr früh ein Buch geschrieben hat über die Methodologie der Sozialwissenschaften und eine ziemlich rigorose Position dort vertritt. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Opp, der eben dieser Rational Choice Theorie anhängt, sich vornehmlich mit Mitteln der Befragung, auch Bevölkerungsumfragen, Befragung von Demonstrierenden mit dem Gegenstand dann soziale Bewegung und Protest befasst hat. Opp, das nur als Ergänzung, hat übrigens auch ein Buch über Bewegungstheorien geschrieben, in meinen Augen durchaus wichtiges, ernstzunehmendes Buch, das ist 2008 erschienen bei Routledge. Und da setzt er sich mit dem Theorieangebot auseinander und er macht in meinen Augen etwas sehr Merkwürdiges, nämlich alle die in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten relevanten Ansätze in der Bewegungsforschung, Stichworte dazu wären Ressourcenmobilisierung, wären Political Opportunities, wären Identity-Ansätze, das Framing, das wird bei Opp seinem eigenen erweiterten Rational-Choice-Ansatz einverleibt. Ich kann jetzt darauf nicht kritisch eingehen, aber ich will jedenfalls sagen, es gibt diesen Standpunkt, jetzt jenseits des Buches, das ich erwähnt habe, dass Forschung schlechthin, das gilt dann natürlich auch erst recht vielleicht für die Bewegungsforschung, die ja immer mit politischen Fragen auch zu tun hat, dass diese Forschung eben diesem Objektivitätsideal folgen soll. Problematisch an diesem Ideal ist einiges, ich habe schon erwähnt, es gibt ein Erkenntnisinteresse, das sich seinerseits, und das gestehen ja viele zu, nicht mehr wissenschaftlich begründen lässt, aber es ist nicht nur das, sondern der Prozess des Analysierens, des Erkennens ist durchsetzt mit Entscheidungen, eine Fülle von Entscheidungen, die ihrerseits nicht strikt und stringent wissenschaftlich begründbar sind. Also man wächst auf, man wird sozialisiert, auch wissenschaftlich sozialisiert in bestimmten Theorietraditionen, entwickelt dort theoretische, methodische Präferenzen. Man muss im Akt der Operationalisierung von Messvorgängen Entscheidungen treffen, die dezisionistischen Charakter haben, die ihrerseits nicht oder kaum begründbar sind. Man wird im Akt des Interpretierens der Ergebnisse Werturteile, persönliche Vorlieben einfließen lassen. Das ist, glaube ich, unvermeidlich. Und vor allen Dingen allein die Benutzung der Sprache ist unumgänglich mit Wertungen verbunden. Wir können natürlich versuchen, uns einer halbwegs oder scheinbar objektiven Sprache zu bedienen, aber in die Sprache, zumindest wenn man komplexere Dinge beschreibt und nicht nur einzelne Begriffe verwendet, sind eben Wertungen eingelassen. Manchmal ist das sehr deutlich erkennbar. Ob ich jetzt sage Fötus oder ungeborenes Leben, ob ich sage Atomklo oder Entsorgungspark, ob ich sage, die Amerikaner greifen an und der Vietcong überfällt. Also dort sind diese Wertungen natürlich direkt erkennbar. Aber auch jenseits dieser sehr deutlichen wertenden Begriffe werden wir uns, und man muss nur irgendeinen Zeitungsartikel lesen und mal mit Blick darauf lesen, sind in die Sprache eben Wertungen eingeschrieben, zum Teil sehr subtil. Aber wir können uns dieser Sache nicht entledigen. Und da wir Wissenschaft nur über Sprache auch am Ende betreiben und kommunizieren können, werden wir uns da auch durch die Wahl unserer Begriffe mit positionieren. Ja, die zweite Position, und da ecke ich jetzt vielleicht bei einigen im Saal hier an, ist die, dass man sich mit den Forschungsobjekten, den Beforschten, zu identifizieren habe, in deren Interesse Forschung betreiben müsste. Ein Extremer oder eine extreme Vertreterin dieser Position war etwa Maria Mies, eine Feministin, die methodische Postulate zur Frauenforschung verfasst hat 1978. Und sie verlangt eben dort diese parteinehmende Wissenschaft im Interesse des Feminismus.
Die Autorin zieht gegen die jetzt Zitat wissenschaftliche Belanglosigkeit der anerkannten quantitativen Forschungsmethoden zu Felde. Sie ersetzt das Postulat der Neutralität und Indifferenz gegenüber den Forschungsobjekten als Maßstab von Objektivität durch, Zitat, bewusste Parteilichkeit und fordert wiederum, Zitat, eine Teilidentifizierung der Forscher, Forscherinnen, Mitbeforschten sowie, wiederum, Zitat, aktive Teilnahme an emanzipatorischen Aktionen und die Integration der Forschung in diese Aktionen. Bei dieser Positionierung wird in der Regel dann nicht mehr viel über methodische Standards und Regeln gesprochen, aber sie werden auch nicht gänzlich über Bord geworfen. Immerhin heißt es bei Maria Mies, dass man durch die Sicht von unten und durch bewusste Parteilichkeit zu, Zitat, authentischeren und valideren Ergebnissen käme. Allerdings, sie sagt da nicht, was das genau bedeutet. Es gibt keinerlei Erklärungen hier, was hier Validität im Einzelfall meinen würde. Es gibt überhaupt keine Überlegungen etwa zu Relativitätsproblemen. Es gibt auch keine Überlegungen zur Repräsentativität, wobei das sowieso ein Kriterium ist, das man in einem Großteil der Forschung gar nicht anlegen kann. Aber wenn man denn glaubt, also für eine bestimmte Teilmenge Aussagen machen zu können aufgrund von einer schmaleren Basis von Beobachtungen, also dann muss man natürlich auch über repräsentativ sprechen und Repräsentativität sprechen und nachdenken. Es sind verschiedene Probleme jetzt mit dieser Position verbunden. Ich kann die jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln. Aber eins bestünde darin, dass, wenn man das Postulat also wörtlich nimmt, dann nur noch Rechtsradikale über rechtsradikale Gruppen forschen dürften, wenn diese Identifikation sehr weit gehen soll. Und das, glaube ich, kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ein anderes Problem wäre, wenn man sich als Forscherin oder Forscher mit dem Objekt, beispielsweise komplexe Bewegungen, ziemlich vorbehaltlos identifizieren will, dann steht man vor der praktischen Schwierigkeit, dass nahezu jede Bewegung und auch nahezu jede Protestgruppe, zumindest größere Protestgruppe, in konkurrierende, zumindest ideologisch konkurrierende Flügel und Strömungen sich ausdifferenziert. Und wenn da Konkurrenzen sind oder auch Widersprüche sind, dann hat man im Grunde als Forscher, Forscherin das Problem, mit welcher Fraktion man sich da identifizieren soll. Und wenn man sich mit einer eben identifiziert, dann begibt man sich zwangsläufig in Spannung oder gar in eklatanten Gegensatz zu einer anderen Position der gleichen Bewegung. Man kann natürlich sich da raushalten, könnte sagen, naja gut, ich sympathisiere sozusagen mit dem Grundanliegen der Bewegung, aber dann wird eigentlich dieses Kriterium der Identifikation mit den Beforschten, das sind ja dann konkrete Gruppen, die bestimmten ideologischen Strömungen angehören, dann wird eigentlich dieses Kriterium gar nicht mehr erfüllt. Jetzt, das war sozusagen das, wovon ich mich abgrenzen würde, käme ich zu dem, wo ich mich selbst positionieren würde, und das ist jetzt nicht so ganz einfach. Ich werde es auch nicht sehr ausführlich machen, denn ich bin eigentlich mehr daran interessiert, jetzt an langen sozusagen akademischen Bezugnahmen und so weiter und Differenzierungen auch an der Rückmeldung, und werde deshalb jetzt meine Position relativ grob skizzieren. Also es wäre eine Position, die diese beiden vorher genannten zurückweist. Und was bedeutet das eigentlich konkret? Es bedeutet zumindest eine Zurückweisung dieser starken identifikatorischen Position oder ja Identifikation mit den Beforschten, aber es bedeutet zugleich eine Parteinahme, durchaus auch eine politische Parteinahme. Allerdings ist die in Anführungszeichen dann schwacher Natur oder sie ist gebunden an andere Ansprüche, die dann möglicherweise so eine starke Positionierung relativieren oder auch eingrenzen.
Also ich meine durchaus, dass sich Wissenschaft nicht neutral gebärden kann, das habe ich schon gesagt, aber auch nicht gebärden soll. Wissenschaft wird im Allgemeinen, wenn es nicht so eine Feierabendwissenschaft ist, als Hobbywissenschaft sozusagen, die man privatisierend betreibt, gesellschaftlich finanziert. Sie hat nach diesem Verständnis an der Lösung von gesellschaftlichen Problemlagen mitzuwirken. Und sie hat, das wäre jetzt ein aufklärerischer Anspruch, mit Kant würde ich da durchaus mich identifizieren, an einem Emanzipationsprozess sich zu beteiligen. Und das heißt eben, den Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit herauszuhelfen. Das klingt alles ein bisschen bombastisch und großartig, aber dazu kann man sich durchaus bekennen und kann das dann unter Umständen dann auch mit kleiner Münze und mit bescheideneren Ansprüchen und Mitteln versuchen umzusetzen. Es gibt nun eine, wenn man Aufklärung sagt, auch eine etwas reduzierte Vorstellung von Aufklärung, nämlich als bloße Erschließung, Aufhellung eines Sachverhaltes. Und von der würde ich mich wiederum abgrenzen. Denn wenn es nur darum ginge, Dinge zu durchschauen, aufzuhellen, in diesem Sinne, dann könnte man auch mit wissenschaftlichen Methoden sich an der Verfeinerung von Folterpraktiken beteiligen oder an Euthanasieprogrammen beteiligen, denn da gibt es ja auch Dinge, die aufzuhellen sind, zum Beispiel, wie maximiert man den Schmerz oder dergleichen oder bei welcher Grenze zwingt man eben Geständnisse. Das kann man ja durchaus, könnte man als eine Fragestellung, die erklärungsbedürftig ist, begreifen. Also das ist es nicht, wenn von Aufklärung die Rede ist. Eine wohlverstandene aufklärerische Wissenschaft würde demnach ihre eigene Positionierung darstellen, explizieren, auch begründen. Sie würde sich bestimmten anderen Zwecksetzungen verweigern. Sie würde aber auch, und das ist meine Botschaft auch hier an euch, sich wissenschaftlichen Standards verpflichtet wissen. Und die können ja durchaus mal mit politischen Ansprüchen und Geboten und Zielsetzungen in Konkurrenz treten. Ich meine auch, dass die Parteinahme für Aufklärung in diesem emphatischen Sinne nicht etwas ist, was man einfach mal so macht und das ist dann sozusagen ein beliebiger Akt, so wie man eben an Gott glaubt oder vielleicht auch nicht glaubt, sondern im Gegensatz etwa zu Popper, der sowas von vornherein aus der Wissenschaft verbannt, würde ich es da eher mit Habermas halten, der sagt, dass nicht nur deskriptive Fragen, also Fragen darüber, was ist, was existiert, was passiert, wahrheitsfähig sind, sondern dass in einem spezifischen Sinn auch normative Fragen, also was soll sein, was soll ich tun, wahrheitsfähig sind. Zumindest kann über die Angemessenheit und die Richtigkeit von Normen kollektiv, und das heißt in der Deliberation, im Dialog, im Austausch von Argumenten entschieden werden. An diese Entscheidung sind bestimmte Voraussetzungen gebunden. Es kann also nicht jede beliebige Art von Diskussion sein, die zum Beispiel bestimmte Leute ausschließt, die bestimmte Themen ausschließt, die bestimmte Argumente ausschließt. Das würde auch voraussetzen, dass man sich im Prinzip auf Argumente und nur auf Argumente einlässt, wobei jetzt strittig ist, es gibt eine feministische Kritik an Habermas, ob zum Beispiel auch Erfahrungen als quasi Argumente in so einen Diskurs einzubringen sind. Also Nancy Fraser und verschiedene andere haben ja das gegen Habermas auch geltend gemacht. Das will ich jetzt hier nicht diskutieren, aber ich glaube zunächst mal, dass es wichtig ist, sich gedanklich und faktisch im Meinungsstreit, in der Prüfung der Angemessenheit von Normen und nicht nur von Sachverhalten auf den Akt des Argumentierens einzulassen. Und wenn ich das tue, dann muss ich anerkennen, dass der andere womöglich Recht hat und ich Unrecht hat. Das heißt, ich muss zuhören, ich muss seine Argumente gegen meine Argumente abwägen
Und ich muss bereit sein, meine Argumente im Lichte besserer Argumente zurückzuziehen oder zu relativieren oder einzuschränken. Das ist fundamental, denn das bedeutet, dass im Akt des Argumentierens alle anderen Interessen, zum Beispiel ich habe einen höheren Status, ich bin älter, ich habe mehr Erfahrung oder was auch immer, ich habe mehr Geld oder einen tollen Maserati draußen, all das darf keine Rolle spielen im Akt des Argumentierens. Und das ist ein sehr radikaler Gedanke, aber nur unter dieser Voraussetzung ist dann auch die Begründung von Normen und nicht nur von Tatsachenbehauptungen möglich. Und das Kriterium, unter dem dann am Ende ein Konsens zustande kommen kann, wäre das, dass verallgemeinerungsfähige Interessen geltend gemacht werden. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Lehrformel, aber auch das ist, glaube ich, wichtig jetzt und ist eine zentrale Orientierungsgröße. Und da trifft sich wiederum wissenschaftliche Argumentation mit politischer Argumentation. Denn das, was dann im wissenschaftlichen Diskurs, im Streit über die Geltung von Normen entschieden wird mit Blick auf verallgemeinerungsfähige Interessen, ist dann zugleich das, was es politisch umzusetzen gilt. Ich glaube, ich mache jetzt mal einen großen Sprung und komme schon zum Schluss. Das heißt, ich habe jetzt eine Reihe von Kriterien, Nähe und Distanz, die Differenz zwischen Erklären und zwischen Interpretieren, die ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht durchdiskutiere, sondern Sie sehen, oder ihr seht, ich blättere, ich mache jetzt einen Riesensprung und komme eigentlich jetzt schon zu dem Schlussgedanken. Wo fängt er denn an? Aber vor diesem Schlussgedanken will ich nochmal, das habe ich ja angekündigt, zumindest drei eigene Erfahrungen einbringen. Ach so, ich muss doch eins nachtragen. Ich habe gar nicht über die Regeln gesprochen. Ich sagte ja, dass auf der einen Seite Wissenschaft parteilich in einem bestimmten Sinne sein kann und sein soll, dass aber zugleich Wissenschaft als Wissenschaft nur betrieben werden kann, wenn sie bestimmten Standards oder Qualitätsmaßstäben genügt. Und jetzt ist natürlich entscheidend, welche sind die Qualitätsmaßstäbe und wie sind die im Einzelfall dann auch auszulegen und zu interpretieren. Ich will jetzt nicht im Einzelnen auf eine Debatte über die Anforderungen von Validität, Reliabilität oder sonst was eingehen, aber will nur sagen, jetzt um eine Formel von Robert Merton zu gebrauchen, in einer sozusagen verdichtesten Definition, und der würde ich mich anschließen, ist Wissenschaft Organized Skepticism. Das heißt, es ist kein willkürliches Verfahren, es ist ein organisiertes Verfahren, es muss nachvollziehbar sein, es muss nach expliziten Regeln erfolgen, beispielsweise, wenn mehrere Leute sich über einen Text oder über eine Beobachtung beugen und erstmal verschiedene Ausgangswahrnehmungen haben, dann müssen die sich austauschen und möglicherweise auch zu einer Angleichung ihrer Beobachtung und Interpretation kommen. Also das wäre dann sozusagen ein Annäherungsverfahren an das, was am Ende Reliabilitätskriterien erfüllen würde. Also solche Prozesse sind, glaube ich, unverzichtbar, wenn man eben nicht nur Urteile fällt aus dem Bauch heraus oder aufgrund einer partikularen und sehr ungeprüften und nicht verifizierten Beobachtung, sondern wenn man sagt, ich betreibe Wissenschaft nach nachvollziehbaren Regeln. Also Organized Skepticism heißt dann dieses Stichwort und Skepticism heißt eben, dass man sich an jeder Stelle auch der Kritik der Befragung aussetzen muss und darauf auch reagieren muss. Jetzt wieder zurück oder hin zu den angekündigten eigenen Erfahrungen. Ich mache es sehr kurz. Und die erste Erfahrung ist jetzt nicht aus dem innerwissenschaftlichen Bereich, sondern aus meiner eigenen politischen Tätigkeit. Ich war Ende der 70er Jahre im Bundesvorstand des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz, BBU. Das war damals die wichtigste und auch die kräftigste Umweltschutzorganisation in Deutschland.
Das hat sich danach kräftig geändert, aber nicht durch meinen Weggang. Und in dieser Organisation, da waren also Leute wie Petra Kelly drin oder Roland Vogt oder Leute, die jetzt im Europaparlament sitzen, da wurde irgendwann über diesen Verband in die Welt gesetzt und dann von den Medien kolportiert. Es ging immer weiter, alle voneinander abgeschrieben. Das ist ein machtvoller Verband und der vertritt 300.000 Mitglieder. Und wir wussten, dass das total übertrieben ist. Ja? 300.000 Mitglieder. Auf diesen Mitgliederversammlungen, da waren die oft Delegierte. Es gab kein nominelles Delegationsverfahren, aber de facto Delegierte von Bürgerinitiativen da. Naja, das waren vielleicht 60, 100, 120 Leute, die da bundesweit zusammenkamen. Es waren natürlich mehr Leute, die dem zuzurechnen waren, aber auf keinen Fall 300.000. Und ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Ich habe gesagt, na, wenn die jetzt immer schreiben, wir haben 300.000 Leute, das ist doch Quatsch. Ja? Lasst uns das mal richtig stellen oder dementieren. Und der Rest oder nahezu der Rest der Crew hat gesagt, um Gottes Willen, das ist doch prima für uns. Ja? Da werden wir für wichtig genommen und das wäre doch völlig blöd, jetzt zu sagen, wir sind aber nur halb so viel oder wir haben nur ein Drittel der Leute. Und ich wollte jetzt natürlich diesem Verband auch nicht schaden und mich da sozusagen als der einzig wahre und gute darstellen, habe dann eben meinen Mund gehalten. Ich glaube immer noch, es war falsch, so zu verfahren. Und es macht auch, also es war falsch sozusagen vom Wahrheitsgebot aus gesehen, aber es war auch falsch unter einer längerfristigen strategischen Perspektive. Denn man kann auf Dauer in der Politik nicht mit Seifenblasen operieren. Also irgendwann kommt jemand und sticht in die Blase und dann wird die Realität ohnehin sichtbar. Ja, zweites Beispiel, vielleicht aus meiner eigenen Arbeit, auch quantitativen Arbeit über Protestereignisse und Protestereignisanalyse. Also ich habe ja sozusagen ein Herz für soziale Bewegungen, für politischen Protest, nicht schlechthin, es gibt ja auch rechtsradikale Proteste, aber mir liegt erstmal am Herzen, das zu betrachten, wertzuschätzen und so weiter. Und jetzt kommen unter Umständen bei der quantitativen Analyse Ergebnisse raus, die sind eigentlich nicht so doll, unter dem Gesichtspunkt, dass man für Protest Werbung macht. Ein Ergebnis lautet, dass der Anteil gewaltförmiger Proteste in der Bundesrepublik, gemessen an jeweils allen Protesten des Jahrzehnts, von den 50er Jahren über die 60er, 70er, 80er bis hin zu den 90ern, deutlich ansteigt. Und wenn man das verkündet, in der Presse oder wo immer, dann sagen die Leute, es ist ja furchtbar, ja? Es wird immer schlimmer. Es gibt immer mehr Leute, die die Legalitätsgebote missachten, die politische Ordnung verletzen. Es gibt immer mehr Gewalttäter. Wir müssen da was tun. Also wir müssen sozusagen die Polizei aufrüsten oder was immer mögliche Reaktionen sind. Und da fragt man sich an der Stelle, ja, wie gehe ich jetzt mit dem Ergebnis um? Ich meine, ich muss ja nicht die Unwahrheit sagen, ich kann sie einfach sozusagen in die Schublade stecken und über andere Ergebnisse sprechen oder das anders bilanzieren, sodass keine Jahrzehnteberechnung rauskommt, sondern noch kleinere Zeitperioden oder was auch immer. Und ich denke schon, man sollte solche Ergebnisse kommunizieren, auch wenn man erstmal denkt, politisch ist es nicht besonders nützlich, ja, so ein Ergebnis rauszuposaunen. In dem Fall war es gar nicht so problematisch, denn bei näherem Zusehen ergibt sich erstens diese Zunahme der gewaltförmigen Aktionen, vor allen Dingen in den 90er Jahren, kommt überwiegend von rechts und nicht von links. Es kommt auch dazu, dass zwar die Zahlen gewaltförmiger Aktionen kräftig zunehmen, aber die Beteiligung absolut minimal ist, bezogen auf die Köpfe, also die Leute, die daran beteiligt sind. Es liegt bei 0,0 und noch was, bezogen auf das Gesamtvolumen aller Protestmobilisierten und so weiter und so fort. Also man kann da mit diesem Ergebnis dann doch relativ locker umgehen, weil man sich sozusagen politisch ein bisschen entlastet fühlt, aber entlastet in dem Fall nicht durch das Wollen, sondern durch wichtige Fakten, die dieses Ergebnis nochmal relativieren. Aber die Botschaft heißt schon, oder die Schwierigkeit steckt auch bei manchen
Befunden schon drin, dass man sich fragt, naja, soll man das so wirklich jetzt verkünden oder kann man das nicht so ein bisschen anders dimensionieren, auch andere Zeitphasen wählen oder sozusagen, man kann ja da an allen Stellen manipulieren und das sind ja nicht per se sozusagen Verfälschungen, sondern man wählt eben andere Zeitgrenzen oder andere Altersgruppen oder was immer man da im Einzelfall angeboten werden kann an Kategorisieren. Und schon bekommt man eine andere Tendenzaussage. Drittes und letztes Beispiel, das ist meine eigene Rolle im Umgang mit Massenmedien. Das ist ein ziemlich schwieriges Kapitel für mich und ich habe dazu immer noch keine gute und dauerhafte und ein für alle Mal geltende Lösung gefunden. Bin ich zu lang oder ist noch okay? Nee, so. Ja, es sind vielleicht noch 3 Minuten. Das ja? Ist okay. Gar kein Problem. Also in den Medien tauche ich meistens als in Anführungszeichen Protestforscher auf und gelte als Experte, also jemand, der jetzt nicht von vornherein einer Partei angehört oder dem linksradikalen Lager oder dem rechtsradikalen Lager oder wem auch immer angehört, sondern das ist sozusagen das ist die herrschende Wahrnehmung und Fachmann, den können wir fragen zu bestimmten Themen. Aber dann kommt schon auch vor, dass in Verbindung mit Sachfragen eine Zusatzfrage kommt, wie finden Sie das denn? Ich hatte zum Beispiel mal ein Interview über die Sea Shepherd Society, da gibt es diesen Watson, der da auf den Meeren rumfährt und dann andere Leute rammt, weil das Walfänger sind oder auch mal ein Schiff versenkt, das ist auch alles schon vorgekommen. Und dann erzählt man über den Watson und wie der sich finanziert oder was das für ein Typ ist. Und dann kommt die Frage, ja, wie finden Sie das denn, Herr Rucht? Ja, dann ist man sozusagen plötzlich an der Stelle gefordert und überlegt sich, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Soll ich jetzt sagen, naja, ich bin ja hier als Experte und das gehört jetzt nicht in diesen Rahmen? Oder soll ich ganz vorsichtig sagen, naja, ich habe eine gewisse Sympathie, das ist ja ein sinnvolles Anliegen, aber die Formen gehen natürlich sehr weit, da werden ja möglicherweise Menschenleben gefährdet, dazu kann ich nicht stehen. Also man wird mit solchen Dingen plötzlich konfrontiert und ist dann gezwungen, mit seiner eigenen Rolle umzugehen und sich dazu zu verhalten. Und wie gesagt, ich habe dazu immer noch nach Jahren oder Jahrzehnten keine sozusagen eine feste Umgangsweise. Anderer Fall, wenn ich, und da habe ich inzwischen oder schon lange von Anfang an eine klare Umgangsweise, ich bin ja auch bei ATTAC eigentlich eher als Karteileiche, aber gehöre diesem wissenschaftlichen Beirat von ATTAC an. Und dann gibt's Leute, die kommen dann auf mich zu und sagen, wir hatten 10 Jahre ATTAC, wir wollen dann ein Interview mit Ihnen machen, wie geht's denn denen und so weiter. Und dann sage ich denen, bevor das überhaupt losgeht, wissen Sie, dass ich im Beirat bin von ATTAC? Und dann gibt's unterschiedliche Reaktionen. Und sagen, ja, das ist uns schon klar, aber wir wollen das Interview trotzdem und, oder wir haben auch schon ein Kritisches über ATTAC von Ihnen gelesen in früheren Artikeln, das ist schon okay. Und andere sagen, oh nee, das wusste ich nicht, da muss ich nochmal mit meinem Redakteur sprechen. Moment, ich rufe Sie nochmal zurück und dann kann es sein, dass eben nach 10 Minuten der Rückruf kommt und sagt, vielen Dank, gut, dass Sie uns gesagt haben, wir brauchen jemand anderen als Experten. Also das sieht man eben auch, dass man Schwierigkeiten hat oder haben kann, und ich habe Schwierigkeiten, sich in solchen Fällen, in dem Fall war es ja eindeutig, klar zu verhalten. Und das ist dann auch schwierig, wenn man selbst eine Kritik an der Organisation hat. Ob man die jetzt ehrlicherweise und so, wie man die Dinge sieht, eben dann dem oder der Journalistin erzählt. Und dann von ATTAC-Leuten wieder hört, hör mal her, muss denn das sein? Also, dass du da rummeckerst und rumjammerst. Oder ob man eben dann das sagt, was glatt ist, was unstrittig ist und das andere einfach weglässt. Und ich gehöre tendenziell zu den Leuten, die da auch Kritisches sagen und sich dann auch natürlich der Auseinandersetzung mit irgendwelchen Leuten von ATTAC stellen müssen, die sagen, das war aber nicht sozusagen vom Feinsten, was du da erzählt hast über uns. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich selbst verstehe mich immer wieder als Gratwanderer. Als Gratwanderer zwischen diesen eingangs erwähnten Positionen, Extrempositionen. Als Gratwanderer auch in anderer Hinsicht. Ich habe keine
vorgängige Vorliebe für quantitative Methoden oder für qualitative Methoden, keine vorgängige Vorliebe für Mikroanalysen sozialer Bewegungen, wo man sozusagen kleine Gruppen sehr intensiv beforscht, beobachtet oder über große Makrophänomene, langfristige Tendenzen spricht. Ich habe keine Vorliebe für induktive oder deduktive Methoden. Ich habe auch keine Vorliebe für eine ganz bestimmte Theorie. Ich glaube, dass immer von der Forschungsfrage erstmal abhängt, was sich am Ende da als theoretischer Zugang in besonderer Weise eignet, was ein methodischer Zugang sich eignet und dergleichen mehr. Und das führt dann zu einer gewissen Schwierigkeit, weil man eben nicht so ein markantes Profil entwickelt, sozusagen, wenn es darum geht, wahrgenommen zu werden oder sich zu positionieren in Debatten, dann ist man eigentlich schwer identifizierbar. Aber das sind trotzdem Positionen, zu denen ich stehe. Und das bedeutet aber keineswegs Beliebigkeit. Es gibt natürlich theoretische Positionen, die sich ausschließen. Ich kann nicht gleichermaßen zu widersprüchlichen Grundannahmen Ja sagen. Aber es bedeutet, dass man immer wieder von Fall zu Fall sich neu positionieren muss und abgrenzen muss. Ja, ich glaube, ich höre jetzt an der Stelle auf. Also vielleicht nur nochmal, um die Grundbotschaft zu signalisieren, und darum geht es mir vielleicht auch, falls wir jetzt diskutieren oder später diskutieren. Die Parteinahme ist etwas, was der Wissenschaft eingeschrieben ist. Manche versuchen das zu verdecken, versuchen das rauszuhalten. Ich glaube, es ist nicht insgesamt rauszuhalten. Man muss sich dazu bekennen, man sollte auch immer wieder darauf hinweisen. Aber die Parteinahme hat ihre Grenzen dort, wo wissenschaftliche Standards verletzt werden. Und diese beiden Prinzipien können in Widerspruch zu geraten. Und da muss ich mir dann überlegen, ob ich durch wissenschaftliche Ergebnisse möglicherweise einer Gruppe schade, was dann hieß, entweder ich tue das, sozusagen, weil mir das Ethos der Wissenschaft wichtig ist, oder ich schweige dazu, also ich sage weder Hü noch Hott, sondern sage einfach nichts an der Stelle. Oder, und das wäre die völlig unangemessene Reaktion, ich verfälsche gleichsam. Das kann man auf eine sehr weiche Art machen, wo man vielleicht nur ein halbwegs gutes Gewissen hat, und auf eine sehr harte Art machen, nämlich bis hin zur Manipulation von Beobachtungen oder Fakten oder Daten. Das wäre also die extremste Reaktion im Dienste einer politischen Sache, im Dienste einer Gruppe verbreite ich Unwahrheiten, und das sind Dinge, in dem Fall ist es jetzt sehr klar, so wie ich das jetzt formuliere, die nicht gehen, und das ist für mich ein sehr eindeutiger Fall, aber es wird sehr viel komplizierter, sehr viel kritischer, wenn man an die weicheren Fälle rangeht. Wie viel Gewicht haben dort wissenschaftliche Standards, und ich würde diese Standards sehr, sehr hoch halten. Das heißt auch, es gibt dann unter Umständen Einschränkungen bei der politischen Aussage, bei der politischen Positionierung. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den interessanten Einstieg. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir mit Maria jetzt gleich weitermachen, außer es gibt... Oder anmachen das Mikro sogar. danke. Ich würde vorschlagen, wir machen mit Marias Vortrag gleich weiter, außer es gibt jetzt unmittelbar drängende Fragen, nicht unmittelbar drängenden Widerspruch, sondern Fragen. Also wir kommen darauf zurück, weil ich würde schon noch gerne eine Lanze für Maria Mies. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, und ich weiß nicht, ob das dann passt. Aber lass uns, ich glaube, ja. Also ich würde sagen, für... They didn't translate what she said, but I had a feeling it was around the feminist. Right, right. Yeah. Ich glaube, da gibt es noch andere Punkte sozusagen, und wir bringen auf jeden Fall alles in die Diskussion ein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur noch über Marias Beitrag diskutieren wollen würden. Aufgeregtes Laufen nach dem Kaffee. Wenn das noch ganz kurz dauert, wollte ich noch sagen, Dieter hat auch einen Film gemacht über Protestmacher, heißt er. Der steht auch auf dem kommentierten Programm ganz unten für Sonntagabend.
gibt es die Möglichkeit, es hängt ein bisschen davon ab, wir wollten gerne schauen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sonntagabend sich statt dem Tatort die Leute Protestorganisatorinnen und Organisatoren anschauen, diesen Film zu sehen und darüber auch zu sprechen. Wir haben hier eine Lounge, wo man ein bisschen gemütlicher sitzt als hier. Das muss jetzt nicht sofort entschieden werden, sondern wir werden im Laufe der Konferenz irgendwie morgen Vormittag nochmal fragen. Oder wenn es jetzt dann später Leute gibt, die schon wissen, dass sie morgen Vormittag nicht da sein werden, aber auf jeden Fall zum Film zurückkommen würden. Ja, wir sind ja nicht so viele sozusagen, da könnte es ja leicht passieren, dass wir zu dritt da sitzen beim Film. Das würde sich vielleicht nicht so lohnen, aber das Angebot gibt es auf jeden Fall. Und es gibt Alkohol in der Lounge. Es gibt insgesamt, wollte ich auch, falls es insgesamt Sorgen gibt, sagen, es wird nach diesem Panel auch was zu essen geben und dann noch ein Panel. Ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr, hoffe ich mal, an irgendeiner Stelle nicht versorgt seid. Darf ich vielleicht, ich will jetzt keine Werbung für den Film machen, aber ihr könnt ja bei eurer Entscheidungsfindung überlegen, worauf ihr euch einlasst. Deshalb zwei, drei Sätze nur zum Inhalt. Es ist ein Film, das muss man auch vorher wissen, der dauert 80 Minuten, ist also nicht von Pappe. Es ist ein Dokumentarfilm und es ist ein Porträt von 4 Vollzeitaktivisten, Aktivistinnen. Das sind Leute, die im Grunde Protest zu ihrem Beruf gemacht haben, also die praktisch von Tag zu Tag, nicht jeden Tag auf der Straße stehen, aber direkt oder indirekt für Protestgruppen etwas tun und in Protestgruppen sich bewegen. Und diese Leute habe ich in den letzten 2-3 Jahren begleitet und war sehr nah an den Ereignissen dran. Dankeschön. Okay, wir kommen auf den Punkt auf jeden Fall nochmal zurück und dann würde ich jetzt das Feld für Maria freimachen. Dankeschön. Yes. Sorry. Hi, so good afternoon, everyone. I'm Maria Torre, as you can see here. And it's nice to be in a country where people can pronounce my name the way it should be. In the U.S., it's not that radical, but somehow they can't pronounce it, so that was a gift. Thank you, Christina, and to Jan for inviting me to this wonderful gathering. I come to you from New York City, from our public university, to share with you how we are making science public. How we are using participatory action research, research that is with and not on communities, as a strategy for critical analysis and social transformation. Before I begin, I want to acknowledge everyone who made this conference possible. Mario, who printed out my paper as I was running into technical difficulties and decided that I needed to write it out due to my jet lag. Sorry. To the mic, yes. I have such a loud voice, I forget that sometimes I need help. Is that better? Okay. And also, I can slow down. I have still have a bit of jet lag, and so my brain is working slow, my mouth is working fast, and it's matching the technical difficulties that we're having in my over-ambitious desire to use the time that Nick Theodore has left us with to show you several videos and PowerPoints, which I'm really not that great at, and without a clicker, now we have. So you're going to have to bear with this show that we will be... Oh, it works. Yeah. So... it's, as I was about to say, it's an honor to be here to join this community of the next couple days, but also to represent the communities that I'm a part of at home. I'm here one person, but as you listen, if you could imagine me multiply bodied, imagine beside me my colleagues at the Public Science Project, faculty, students, and community members who make us up. Imagine my collaborator, Brett Stout, and the men and women in the Bronx, who you will hear about in a moment, who are my co-researchers in the Morris Justice Project. You can imagine my ancestors in Spain and my son in Brooklyn, all of whom are responsible for me being here with you today. All right, so I apologize deeply that I do not speak German. And I recognize that I am the only one who has been using one of these. No, is there someone else? Oh, thank you. But clearly we are in the minority, and there is much bilingual wisdom
in the room that I am envious of and respectful of. And also, please know that I didn't come here with the intention of defending the validity of participatory research. We could do that another time when that's the goal of the conversation. I just want to take you into the space of that kind of critical work and to illustrate it and raise some questions around it. So I'll use my time today to introduce you to our current project on New York City policing, on police policies as they're playing out in a neighborhood in the Bronx, as an instance of public science, as an image of transformative research that is, if I can be so arrogant, transforming research. To introduce you to the Morris Justice Project, I must first bring you to the Bronx. The Bronx, has anyone been? Bronx? Oh. Okay, so for some of you who know, the Bronx is the northernmost borough, sort of like an area, big, large area. New York City has five. It's the only borough with a "the." It's home to the famous Yankee Stadium. It has a history of, which is baseball. It has a history as a vibrant place where immigrants from all over Europe came, built middle-class lives, and then left for the suburbs when more African-American and Latinos moved in during the 60s. Later in the 70s, when New York City was experiencing a deep recession, it became a famously disinvested community where landlords literally burnt their own buildings because the insurance money they could collect was more than the rents they were able to collect. This left blacks and Latinos who were remaining in literal rubble and distraught buildings. Drugs and state hostilities followed. And today, it's a struggling community with a fair amount of gentrification slowly creeping in, with a large working class population, a disproportionate number of formerly incarcerated residents, drug rehabilitation and homeless programs. It's mostly African American with some Latinos and white folks kind of sprinkled in. As you'll hear in a moment, it's a neighborhood that is currently being targeted by the latest face of state repression in New York City. Our police department, or NYPD, policies of stop, question, and frisk, and what they call vertical policing. So that's policing that happens inside of public and private buildings. We have high buildings, so up and down the buildings. And just to give you a little context, in 2011, New York City police stopped 685,000 people. It's actually 685,724. So I'll give you a moment just to sink that number into your head. That's 1 year. 84% of those stopped were black and Latino. And keep in mind that, so they were 84% of the people who were stopped, yet black folks make up 23% of the population, and Latinos 29. They've calculated that the actual stops of black and Latinos are larger than the entire population in New York City, so it means that people have been stopped multiple times. The New York Police Department claims that this stop and frisk policy keeps weapons off the street. That's their main reason for using it. But weapons were recovered in only 1% of all of those stops. That's their own data. The Public Science Project teamed up with a group of residents in the Morris Avenue section of the Bronx to take a close look at the impact of these extreme policing policies on one neighborhood. To further explain, I'll turn to Andrew Green, one of my co-researchers on the project. We're in the Bronx. Right now we have a little gathering with some community folks, some scholars, some researchers, some people that's really touched by what's going on in urban communities, particularly New York City, particularly the Bronx, with stop and frisk. What they're doing to the community is not making them feel safer. So the Morris Justice Project, it started off as just an issue in the neighborhood. Yes, stop and frisk. So we came to the Bronx. We posted some flyers around the local libraries, and we asked the community if you guys know anybody that's been stopped by police for no reason.
If you've been stopped by police for no reason, if you've seen people being stopped by police for no reason, if you feel stop and frisk is an issue, please come to this meeting, meet us at the library. Let's conversate, let's talk about it, let's share knowledge. And we set a date, when the day came, about 15 residents from this 40 block radius. She's always up front. We kind of like map, use Google Maps and made a 40 block radius of the Bronx around the Morris Justice, or around the Morris Ave section of the Bronx. And the project's been going on for about a year, year and a half. And we met week in, week out, sometimes every 2 weeks. And we came up with a survey that was created by the community. And I think that's what's most important, because sometimes when researchers come into neighborhoods, researchers bring in their own surveys, they act like they have their own prescriptions, they know what's going on in the neighborhood. And when we came in, we didn't have none of those kind of understandings. We came in like we was colorblind, or like we was dumb to the situation, and we wanted the neighborhood of the Morris Justice Project to determine how is this research is going to be conducted. What questions should we be asking the residents, and why are those questions important? And the residents made the questions that they believe was important, and they told us where the neighborhoods, where the blocks we should be looking at for the finest kind of police, I guess, on inequalities. And we circled the neighborhood on the map, and we surveyed over 1,000 people. And tonight is just the first of some of our reports from what we found from the survey. Okay, so I had intended to have him talking in the beginning, which you would see, and then move into a slideshow, but that turned out not to be possible. So you'll see some of these images in a little bit, or not, and I'll tell you about them. So Andrew was being interviewed. It was an impromptu interview at an event that we held this fall in collaboration with a group called The Illuminator and neighborhood arts and legal groups that I'll tell you a bit more about in a moment. First, I just want to step back a second and orient you. Now you're getting some of the images. Orient you. It's okay. Well, all right. So this was going to be playing. To the public science project. You can switch over to the. Not that one. The other. Well. So here you are back in the Bronx. Lots of police. These are surveillance towers that are moved all over the place. I actually wanted the one that starts with Berlin, the other PowerPoint. Thank you. Yes, that one. And if you could go to number 8. He needs a raise. This man needs a raise. Because I'm working him hard. Keep going. There we go. Stop. Okay, so this is us, the Public Science Project, and we've been working towards research for justice, research that destabilizes what is and provokes what could be. With a sense of urgency, we collaboratively build theory and practice with those most marginalized to interrupt structural injustice. Our work, which largely relies on a critical practice of participatory action research, follows Central and South American liberatory traditions of Orlando Falls Borda, Paulo Freire, Ana Sobremán, and Ignacio Martín Baró. And in the US of activists, although I don't know they would have called themselves this, researchers like W.E.B. Du Bois, Kurt Lewin, Claire Seltz, and Margot Wormser. And one flip to the next one. And so this would be our family tree of sorts. Okay. We infuse our work with critical race, indigenous, feminist, queer, and borderland theory, as well as with practices from the creative and performing arts. You can do the next one. We see participatory action research as not simply a method, but an epistemology, one that recognizes that knowledge is produced, not discovered, that it is a social, historical, political act, and therefore it matters ethically and in the interest of a rigorous science, to ask how we as researchers interested in justice and solidarity, engage questions of purpose, vulnerability, and audience. It matters who designs research, what questions are asked, how they are asked, and how they are understood, analyzed. What's done with what's learned? How are issues, people, neighborhoods, communities framed.
What connections to past understandings are made? What connections to past intellectual movements and social movements, to present and future struggles? And once the research is done, how will findings be used? Misused. How will ideological frameworks that are standing at the ready to hear your results corrupt, co-opt, commodify, or confuse? Or diffuse, rather. So this raises questions around participation of a critical public science. We organize our work around a fundamental belief in the right to research, or in other words, that we have a responsibility to democratize the process of research. Around redistributing expertise, in other words, expanding understandings of what constitutes knowledge and bringing marginalized knowledges and experiences to the center, alongside traditional academically recognized knowledge. We also believe in the radical potential of contact zones, of bringing together deeply diverse research teams, teams of people very differently positioned both to each other and also to what is being researched, and to using those differences as method. And lastly, we also believe or are organized around creating just transformative spaces, both within our research practice and with our research. Okay. So our work, you can just click quickly to the next one. So our work represents a range of issues that we work on. This just gives you a little bit of a sense. And you can go to the next one, a variety of methods. Click one more. Thank you. And just to give you some images, we are non-monogamous when it comes to methods and tools. We do both quantitative and qualitative work. You can click through. So these are just some images of mapping that we've done. Oh, I can use this, right? That's what you're telling me? Of course. This is graffiti walls in some of our projects, really with young people. We have spaces where folks can just, as I see Berlin is covered with, you're very familiar. We use theater techniques to take quantitative data and embody it, and it's part of our analysis work. To move from individual to structural analyses. And then we've done a lot of performance work to engage audience, to share our findings, but to also engage audience. Okay, so what does it mean to engage community university research beyond simply partnerships? What does it mean to think about solidarity research? And why the Bronx? Our team there our research team, rather, is made up of residents of the 40 blocks that are being studied. Our team is about 15. We range in age from 16 years old to 80 years old. Those of us from the Public Science Project and from CUNY do not live in the Bronx or in neighborhoods that are so intensely surveilled and disciplined. We come together, however, through research. Although those of us not from the area did not come so much as a blank slate as Andrew described, but more in political solidarity. At an earlier large-scale survey a participatory survey that we created with young people called Polling for Justice across New York City, revealed that the Morris Avenue area of the Bronx was a particularly hostile place for young people. Youth reported an alarmingly high rate of negative interactions with police there. So in addition, in talking about that work, we met a lawyer who was representing two families living in this neighborhood. Those families, after meeting with them, introduced us to friends and other members of the community. And after spending a few weeks talking to people in the neighborhood in laundromats, basketball courts, and on the street, we gathered a team of 15 residents. As Andrew said, we met every couple weeks in the library over lunches and dinners, and we designed a survey that would be able to speak back to the city's policing data and would for the first time offer collective evidence of the collateral consequences of current extreme policing policies from the perspective of those targeted by those policies. But as I said, among our team, we lived these experiences very differently. And this meant that our questions were developed within rich debate about what geographically defined the neighborhood. So now,
Let's see. So, what can I tell you? So this, I think I'm pushing the wrong button. Well, anyways, doesn't really matter. We recruited folks with flyers. You didn't have to have any particular qualifications to join us. This is the 40 block radius that members, our research team defined as the neighborhood. We didn't go up there with a, we knew a police precinct that we wanted to work in, but we didn't have a particular feeling about which blocks of our other blocks. And folks that became the team determined that if you live in the neighborhood, and this is probably true for any neighborhood, this is the neighborhood that they were referring to. All right, so our first sort of stab at things in order to lead towards sampling with our survey was to try to figure out what was happening and what were the different, you know, who, where do people go to shop? Where do people feel safe? Where do people not feel safe? Let's see. Okay. And we had some initial debates about what were the issues that folks wanted to talk about. What exactly do we want to learn and document, and how should we frame things? Let's see. All right, so these are the general areas. At times, this meant incorporating scales and measures in our survey traditionally used by criminologists and the NYPD researchers. At other times, it meant creating our own homegrown sections, asking questions about housing in the neighborhood, about experiences of community and connectedness, about both negative and positive experiences, and about what survey takers would like to say back to the NYPD. All right. So we brought in a community advisory board to read through drafts of our survey to see what questions and sections worked and what didn't at a local tavern. This was a very elaborate chart that we had devised as a team to talk about the collateral consequences. So you get stopped by the police. That's one thing. Then you're a young person, so your mother or grandmother or grandfather has to take off a day of work to go bring you to the precinct. When you're in the courthouse, how many officers attend to you? We were trying to sort of literally put a price tag on what just one single stop would be. Our community board told us that this is a ridiculous thing, that it was too hard and too complicated and wouldn't work. So some things got scrapped. We decided that this is the first page of the survey, so it located for folks. The map that our team created became a part of the survey. And this is just items that we had. And at the end, there was a resource section. Team members felt like it was really important to not just ask these questions of folks, but then give them resources. So after people took the survey, they ripped off the back front and back page that had all kinds of community resources. All right, let's see what we have next. Okay. So some of the debates that we had in creating the survey went unresolved. We had learned from youth researchers in the previous project that skin color really mattered in relation to police harassment. And we tried every which way to come up with measures that were valid and people felt comfortable asking each other. So we had these lines of like with a very dark color swatch and a very light color swatch and all kinds of colors in between where people could match their skin tone. We tried, how would you describe your skin color? Should we use skin color? Should we use skin tone? We had many long conversations about this, and at the end of the day decided that we couldn't. So myself and my colleague from the university were very adamant about wanting to have color in the survey, and the majority of the folks who lived in the neighborhood who had darker skin color than we did not want to use it. And so we decided as a team that there were some things that there were many questions like that, and we had to compromise. And so we decided not to use it because it was too problematic. Instead, we added questions to the demographics section that we had at the very end of the survey, asking demographic categories and then asking, so you identified your race and ethnicity, and then there was a question, have you ever felt targeted by the police because of your race or ethnicity? Color became really, was an interest for a lot of us because of the racial profiling that goes on with these stops. It matters how you look.
to tease out folks who check off that they are a multiracial, for example, and to sort of be able to further analyze along race was sort of the motivation to include those questions. So critical PAR, another topic. Critical PAR, we found, creates social mirrors. Mirrors to critically analyze the conditions of your life. We asked people in the survey how many times over the last year they had been stopped, right? A simple question. And I can't tell you how many people were not able to come up with a response, or rather a number. Young men told me, frequently this happened, young men told me all the time, on the regular, always, it's just life. And I would say, well, how many times? Like 20, 30, 2, and it was like, eh, all the time, lady, all the time. Right? And so it would be this long conversation to get to a number. I can tell you, I've only been stopped once. Once. I know. And when it happened, I talked about it for weeks. Weeks, right? Most of us, if we've been stopped, maybe not at a demonstration or a place where we're provoking, but just stopped randomly. You're living your life, you're going to school, you're going to the train, you're just living, right? That, it becomes part of our memoir. It's such a big event, right? These young men were being stopped 2 to 3 times a week, some of them even more. And they clearly knew that these experiences, they knew them intimately. They knew them in their bodies, and they most definitely experienced them as profoundly wrong, as injustices. But to report accurately the number, the numbers were blurred by the constancy, by being repeatedly disrespected and dishonored. So I think it's a larger question for issues like that around how we develop methodological tools to really get at things that have, I don't want to say get normalized, because I don't think it was normalized. That's often said when people are repeatedly dishonored. But I would argue that it's not just that it's normalized, but at the same time, it's hard then to articulate. The survey then became a tool to see the bigger picture a little more clearly. It became interesting for our team to think about how having collective numbers to hold alongside our individual experiences shifted our ability to respond. The survey data then became what Martin Baró calls a social mirror, a place to shatter dominant ideologies, government lies, and to contextualize lived experiences. This can be seen as classic consciousness raising, but I would argue there's something different when it's provoked by research that you have designed, conducted, and interpreted. All right, so I'm going to take you to another instance. We use what my colleague Brett Stout has coined stats in action. It's quantitative analysis that's done in a participatory fashion, and we've found that qualitative analysis in participatory work often falls off a cliff in terms of, it, rather the analysis doesn't fall off the cliff, but participation falls off the cliff, right? We can imagine qualitative analysis done in a participatory way because people are comfortable talking, you can read words or look at pictures. Qualitative data is friendlier to people who are walking in with different kinds of experiences and expertise. But how do you get around people's fear or inexperience with numbers? Well, it turns out that this fear of numbers is one of the few things in life that is equally distributed. To address this, we ran our analysis together in real time using projecting SPSS. Do you know SPSS? Yeah? Okay, so projecting that onto the wall so that we could collectively as a group ask questions of the data and immediately see what surfaced. Okay? So in one of our first data that mostly we did, ay Dios, most, uh-oh. I think I messed up. Oh. Huh? Oh, and I think you were trying to tell me that before. Sorry. So this is not quite what I wanted to show you, but these are the sections. In order to do the sampling, we divided up the 40 blocks into sections, and then we systematically went to every section so that we could have a representative sample. It was our attempt to be as randomized as possible. Also, within each of these sections, we randomly chose a building. So we used a computer program to randomly choose a building
And then we made sure to stand in front of that building and collect surveys from everybody, as many people as we could from that building. So that was another attempt also for us to have a randomized sample. Here we are sampling on the street. That was one of the randomly selected buildings with a red dot. Sometimes the locations that were picked were very isolated by the computer. we mostly, right at this point, have been working with cross tabulations. And so, but it's not, you know, intuitive which numbers to read. So I'll just give you one example of how that went. In one of our first sessions, Nadine, one of my colleagues, looked at me squinting at the numbers already on the wall. Maria, are we going to be doing this the whole time? I said, yes. All right, then I'll be right back. I forgot my glasses. So Nadine is about 50, and she lives on a fifth floor walk up. So she wanted to make sure she really needed her glasses that she forgot, because she wasn't going to walk up there for no reason. So she went to get her glasses. I went to go get sandwiches for the group. While I was gone, Brett did a whole thing around how to read these kinds of tables. By the time the two of us came back, which was, I don't know, 15, 20 minutes, not even, folks were already well-versed and were asking questions of the data and asking Brett to run, you know, another analysis that was then going up. Okay. I did it again. Just at the first. The first? Yeah. Ah, thank you. All right, so these are the kinds of things that we work through together. Jesus Christ. I don't know what I'm doing. I'm not touching it anymore. Anyways, this is what a disaster. That's okay. Just listen to the words. Let's see. All right, so now I want to take you to one last thing, and I promise I'm winding down. And that's to think about research for what and who we're responsible to, and how in this project we tried to address some of those questions. This fall we had the opportunity to join with artists and activists from Occupy Wall Street. And just to give you a little sense, so New York City is small, relatively. Huge numbers of people, but kind of small geographically. Occupy Wall Street was a phenomenon that sort of ripped through the city as it ripped through the world. But it was largely based in southern Manhattan. And in the Bronx, that can feel like a world away. So when we had this opportunity first to work with this, these artists and activists from the Occupy movement, these artists had developed a mobile projector so that you could project, and maybe it's, I don't know if it's here or not, but you could project huge, you know, the bat signal, Batman, old movies? No, yes? So on big buildings, huge, huge images. So when I was describing it to the group that we had this opportunity to partner with these folks and that they could project some of our data, we had talked about bringing the data into the neighborhood, into the streets. We never imagined projecting it literally onto a building. But when the opportunity arose and I talked about Occupy, I said, do you know Occupy? Have you been down there? Or were you ever down there? No one had heard of it. And the only stories that they knew was that a young woman from the neighborhood in her 20s went down to Occupy and never came back. So, I can laugh with you now, but when the two women told me that, it was very serious, like they thought she had been abducted. So I was not expecting that, obviously. So that's the context. Okay, so we had only 2 weeks to prepare. This mobile machine was losing its funding and was going to shut down, and so we had 2 weeks to prepare. But the team decided to go for it, and we used our preliminary analysis of our quantitative and qualitative data to create a 2-minute Dear NYPD open letter to the New York City Police Department. Our research team had multiple agendas, as most participatory research teams do, to engage community, to engage the academy, to engage policymakers. But the pushback right now on stop and frisk in New York City was creating an urgency for us to really integrate our findings into the community so that the neighborhood residents who had taken our survey and shared their experiences could participate in this larger movement, this pressure that the New York Police Department was getting. The Dear NYPD
event kicked off this effort in a way of bringing our data to the community in a way that exceeded our expectations. In large part, and I'll show you a clip of it in a moment, in large part because we are open to strategic solidarities. The event started, passerbys on their way home from work and school were called to the event by traditional Puerto Rican drumming. And once a crowd amassed, we showed our research and a 5-minute video of the Community Safety Act, a proposed policy that calls for independent oversight of the NYPD to end discriminatory policing. Just as we began our third and final clip, the police shut us down. But at this point, the people were hanging out of their windows from the buildings that were surrounding the area. They were yelling support. They were hanging big signs out their window that said, end, stop, and frisk now. The people who lingered joined a local legal group, and they did a Know Your Rights workshop in the street. Can I give you the second clip? So I'm just going to give you a little scene of what that looked like. They were losing their money in fundraising, so lucky for us, they made a little documentary of it. It's a like 3 minutes or something. 4 minutes. Dear NYPD, we are the Morris. And so everything that's projected is data from the survey, both qualitative and quantitative. We surveyed over 1,000 local residents to study police in the neighborhood. Over the last year, the NYPD made 3,920 police stops just in our neighborhood alone. 90% of those stops were neither given a summons nor arrested. In other words, they were innocent. And we're a group of community members here and around these blocks, and also university professors and lawyers and the Public Science Project, and we've come together basically to study experiences with police and the stop and frisk and attitudes towards police in this neighborhood. And this was our first presentation to the community of the findings of our survey that over 1,000 people took. So we wanted to introduce it to the community, let them know what the survey that we took, that we gave them, and they filled out for us, over 1,000 surveys. We wanted them to know the outcome of it. As a group, we created a presentation which was projected from the Illuminator. Also, Julie Dresner's documentary from the New York Times was filmed, and the Community Safety Act, we projected that. And so all of that went down just to essentially... Last year, you only recovered 8 guns? Don't misunderstand us. We're not against the police. It's how you police. The majority of the people that took the survey. This is our home. We belong here. Yeah. Please, don't treat us like we're strangers. We also had a question asking if they were ever called names, and we had a fill-in answer, and they put in every name you can imagine, and they were on it, and. And like she said, it was several names, so many racist names that was on that list that it was unbelievable. It was kind of like, it ain't too much going to shock me because I live in the area, but I was like kind of shocked. We shop here. Please don't stop us without a good reason. 67% of those who took our survey reported being stopped by the police. Part of what the she was more interested in us, unfortunately, than what we were hoping she would report. PD, we are the Marvis Justice Project. We deserve fair and just policing. Unfortunately, the woman did it quickly, and we still haven't gotten the full footage of actually just the part that was projected, which is more interesting than our description of it. We didn't know we were going to be interviewed. But part of, and she didn't show a lot of the statistics, so what the team decided was they wanted to communicate so that this was a functioning neighborhood. It was a community. Folks worked there, lived there, shopped there, raised kids there.
and then interspersed. So it had these big, you know, we raise our kids here. And then it would have a statistic about how many kids have been stopped by the police. So we blended the quantitative and the qualitative in a way that wasn't trying to literally be fuck you police, because actually our survey respondents as well as our team are very clear that people want police in the neighborhood. They just want different policing. They want respectful policing. And they want the discriminatory practices to stop, but they don't want the police to go. And they talk about what it was like before when there were community police officers who knew and didn't fear the community. So it's a complicated message that people were trying to communicate. So right now we're deepening, and I'll close, our community analysis work, bringing flip cards of our data around the neighborhood in the same way that we did with the survey. So we're bringing the survey and some of the data and saying, you know, so this is what we found. What do you think? And this is what you took. And this is now what everybody else said. So we're doing that in small groups. We're also working on ways to move the block level data that we have into community conversations so that the 3,920 stops made in those 40 blocks last year can come to life in a different kind of way and take on a collective presence. So our work has raised difficult questions about scale, about organizing, community, and urgency, about how we collectively hold on to the complexity of the particulars, of a broad analysis, of contradictions, and the dream of a more just society all at the same time. How is it that we resist slipping into flattening narratives of victimization and damage, or overly romanticized heroic resistance? How is it that we face questions of urgency? This project represents a community that's under attack. How do we address the realities of painstakingly slow data entry, right? A thousand surveys means that we have to enter in all that data, right? In the midst of everything else that people are doing. While at the same time, our research team members and kids all over are being stopped and brought to jail, right? Many times in our research meetings, they start with a check-in and we hear stories of so-and-so's son that was brought to the precinct. So then lastly, and I know I've said this three times, but really lastly, that night the police did shut us down. They came from two police precincts and brought three paddy wagons, so three large vans. When we gathered later to celebrate and debrief the event, our co-researchers laughed that they had never seen police roll up like that and leave empty-handed. So they didn't make any arrests. We laughed that it was because Brett, and you saw Brett, he's the one that looked like the Ken doll, white, blonde. I was going to say something awful. Never mind. We had earlier decided that he would be the first one arrested if it got to that point. And he joked that he should be cloned pocket size, so that people could carry him around and as protection. So we all laughed, you know, having a couple of beers, but we knew deeply that it wasn't actually very funny. But the event still left us on a high. That night we reclaimed a darkly lit corner that was recently scarred by a murder, that was long ago made hostile to pedestrians by a commuter railway, and we filled it with drums, with anger, and with truths. When we yelled into the microphone, it wasn't just rants, which would have been, I don't know if you know rants, when you're just kind of like yelling, right? Which would have been important in their own right, but it was data. It was each survey taker, and it was the community as a whole. And it was on the ground, it was in the air, and it was on the buildings themselves. It was a justice space, even if it was fleeting. It was created by participatory research. It was a moment of, in, for creativity, research, activism, and policy, where we spoke aloud what is and demanded what could be done. Thank you. And I apologize, I think I really went way over time. Thank you very much. Die Diskussion ist eröffnet. Ich würde euch bitten, wir haben Saalmikrofone.
Und es ist wichtig, dass ihr in die Mikrofone sprecht, weil sonst die Übersetzer euch nicht hören können und deshalb die Leute, die eure Sprache nicht sprechen, euch nicht verstehen können. So, it's important everybody uses the microphone so the translators can hear. Die Diskussion ist eröffnet. Fragen, Widersprüche zu beiden Beiträgen? Soll ich? Ja. Josh. Hi. Thanks very much. Really enjoyed all the three presentations, so thank you for that. My question is for Maria. I'm interested in how you fund this project, because you're in an academic context, of course, so you have to hoop jump or whatever it is that goes on at your institution. So yeah, how do you fund your project and how do you evaluate it to the requirements of the funders, please, Maria? Thank you. Shall we take a couple? Yeah. Sammeln, ein paar sammeln. Zwei Fragen, eine an Dieter und eine an Maria. Dieter, du hast vorhin über den quasi Gegensatz zwischen einer Position, die eher mit Identifikation arbeitet und selbst dann über eine Form von Parteinahme gesprochen, als deine eigene Position. Da habe ich nicht ganz verstanden, was du damit meinst, es sei denn sozusagen diesen emanzipativen Anspruch zu verfolgen. Oder geht Parteinahme dann tatsächlich darüber hinaus, Partei zu nehmen für eine bestimmte Bewegung beispielsweise, die du untersuchst oder gar selber ja mit einem interessierten Blick vielleicht rangehst, weil du in der Gemeinde, dich jetzt mal in der Linken ein, weil du selber sozusagen eine links-emanzipatorische Veränderung willst. Das ist ja nochmal eine andere Parteinahme als nur sozusagen mit einem emanzipatorischen Anspruch. Das ist ein politischer Anspruch, der dahinter steckt. Und wie sich das bei dir eigentlich verhält. Und ob das eigentlich ein Gegensatz ist oder ob man sich sozusagen beide Herangehensweisen für je spezifische Formen, also zum Beispiel für diese Form, ja durchaus eine Identifikation denkbar ist zumindest und für andere sozusagen allgemeinere Fragestellungen, die eher wissenschaftlich arbeiten, vielleicht nicht. Also ich würde da nicht so einen harten Gegensatz ausmachen. Zu Maria, great project, aber mir stellen sich so ein paar Fragen, inwiefern so eine Action-Research-Geschichte tatsächlich in einen längeren Prozess von Transformation sich einbettet, nämlich was macht ihr eigentlich, wenn die Survey zu Ende ist? Gibt es irgendeine Organisation, eine Community-Organisation, die das Projekt irgendwie weiterführt? Wie werden darin breitere soziale Fragen sozusagen mit einbezogen, dass man tatsächlich eine transformatorische Perspektive entwickelt und nicht diesen Organisierungsimpuls, den man da gesetzt hat, zu einem bestimmten Problem sozusagen dann wieder tja, einfach alleine lässt. Sozusagen. Das ist ja ein Problem sozusagen, wenn Wissenschaft irgendwo hingeht, um was zu bewegen und dann wieder weggeht. Ja, das ist auch eine Frage an Maria. Also ich fand erstaunlich, dass die Leute sagen, we want fair policing. Eine Schlussfolgerung könnte auch sein, Bullen raus aus der Bronx. Also wie weit geht eigentlich eine politische Stellungnahme, wenn man sozusagen versucht zu tarieren zwischen Interessen der anderen und dem, was man vielleicht auch denkt, was da grundsätzlich schief liegt, also einen echten Widerspruch. Habt ihr darüber diskutiert? Ich war über diesen Ausspruch etwas überrascht, muss ich sagen. Live? Ja, und dann würde ich sagen, vielleicht noch eine. Frage an Maria, vielleicht habe ich es überhört, aber meine Frage ist, gab es Widerspruch aus der Nachbarschaft eurem Projekt gegenüber? Eine noch und dann würde ich sagen. Ja, ich hätte eine Frage an Dieter Rucht. Was ich ganz auffällig fand, jetzt war auch, oder vielleicht ist das auch nur der Eindruck, der entstand durch die unterschiedliche Art der Präsentation, als gäbe es doch aus zwei sehr unterschiedliche Traditionen Sozialforschung zu machen. Also die sozusagen jenseits des Atlantik und diesseits des Atlantiks
Oder täuscht der Eindruck? Also, weil ich so den Eindruck habe, wie weit sind diese ganzen gerade lateinamerikanischen, auch nordamerikanischen, sozial auch engagierten emanzipatorischen Forschungsansätze, werden die hier mit reflektiert? Du hattest dich jetzt sehr beschränkt, ein bisschen auch so die, sag ich mal, deutsche auch Geschichts- oder Tradition der sozialen Forschung, oder gibt es wirklich so eine Kluft, also die sozusagen vielleicht auch wirklich erstmal noch überbrückt werden müsste? Meintest du, ihr könnt natürlich sehr gerne auch euch aufeinander beziehen. I don't know, you just said they don't translate you for some reason. Oh. But we can talk across, is that what you're saying? Okay. Oh, yeah, sorry. Okay. Sorry. Maybe because I didn't use the word. Do you want to start? Ja, zur Frage der Parteien, aber ich tue mir ein bisschen schwer darauf zu antworten. Also nicht, weil ich mich drücken will, sondern weil man es, glaube ich, an konkreten Dingen diskutieren müsste. Also, was ich gesagt habe, sozusagen dieser Anschluss an die Aufklärung und Kant und so weiter, ist natürlich billig zu haben. Ne? Das würden wahrscheinlich 90 oder 95% aller Wissenschaftler, wo immer sie dann paradigmatisch stehen, unterschreiben, sagen natürlich, Aufklärung ist immer gut, klingt gut und so weiter. Insoweit bin ich jetzt wenig darüber hinausgegangen. Was hieße es Parteinahme im Wissenschaftsgeschäft? Also nehmen wir mal meinen konkreten Fall und eine konkrete Position. Ich habe eine Dissertation gemacht in den 70er Jahren über Bürgerinitiativen, politische Planung, und in den empirischen Fallstudien habe ich Anti-AKW-Konflikte studiert, also auch Feldarbeit gemacht, in Gorleben, in Ahaus und woanders. Und ich hatte ursprünglich so eine Position. Da muss man Physiker sein, um über Atomkraft urteilen zu können. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Atomkraft gut oder schlecht ist. Das war in den frühen 70er Jahren. Und dann in der Auseinandersetzung, im Kontakt mit den Leuten da vor Ort, und ich habe auch mit der anderen Seite gesprochen, da war auch ein Psychologe da, der das Ganze sozusagen von der Betreiberseite aus beguckt hat und versucht hat, die Stimmung zu eruieren. Wo habe ich mich zum Atomkraftgegner entwickelt? Ich habe bis heute dann eine unveränderte Position, Atomkraft soll nicht sein, aus diversen Gründen. Und habe aber jetzt die Arbeit geschrieben und äußere mich und habe einen Artikel geschrieben, bis eben auch in dem erwähnten Handbuch zur Anti-AKW-Bewegung. Nun könnte ich dort vorne reinschreiben: Erstens, passt auf, ich bin Atomkraftgegner und bedenkt es, wenn ihr jetzt alles über die Anti-AKW-Bewegung liest. Da habe ich jetzt gar nicht das Bedürfnis gehabt, das vorne wegzuschreiben, denn ich habe die Entwicklung der Bewegung beschrieben und der Konflikte und so weiter, was sie alles getan hat. Und da fand ich das jetzt nicht wichtig als Bekenntnis, dass ich gegen Atomkraft bin. Wenn mich jetzt aber jemand fragen würde, hätte ich null Probleme damit zu sagen, ja, auch öffentlich, ich bin Atomkraftgegner und schreibe darüber. Also insoweit ist erstmal das Bekenntnis zu einer politischen Position gar nicht das Problem. Das Problem entsteht dann, wenn ich durch meine Arbeit Ergebnisse zutage fördere und veröffentliche, von denen ich weiß, die sind der Bewegung eher schädlich oder lassen sie in Misskredit geraten, oder das könnte als Argument gegen die verwendet werden. Da habe ich jetzt keine generelle Regel, aber ich würde wahrscheinlich in der Tendenz die Aussage treffen, sie vielleicht behutsamer formulieren, nicht verfälschen, aber behutsamer formulieren. Aber das ist eine Abwägung, und da würden andere sagen, nee, da halte ich meinen Mund und da sage ich eben gar nichts darüber. Wenn ich der Bewegung schade, mit der ich sympathisiere, deren Ziele ich unterstütze, dann halte ich quasi das wissenschaftliche Ergebnis zurück und schiebe es dann in die Schublade. Also ich kann jetzt darauf keine allgemeine Antwort geben, aber in der Tendenz, soweit ich als Wissenschaftler agiere und gefragt werde, würde ich eher auch so ein Ergebnis in Kauf nehmen.
ich weiß nicht, ob das die Antwort auf das ist, aber ich versuche es in einen konkreten Bereich reinzubringen. Die zweite Frage ganz kurz, gibt es noch Traditionen, also eine europäische versus eine nordamerikanische oder lateinamerikanische Debatte, was auch die Positionierung von Forschung, Aktionsforschung, Participatory Research und so weiter angeht. Ich glaube, da gibt es keine gravierenden Unterschiede mehr. Das heißt, die Idee von Empowerment, Community Organizing, die hat auch hier schon in den 70er Jahren und danach Fuß gefasst. Und da gibt es inzwischen eine breite Rezeption in beide, nee, in eine Richtung eigentlich doch, vor allen Dingen sprachlich bedingt, nämlich es werden amerikanische Vorschläge, Bücher, Debatten eher hier rezipiert, aber soweit sie in Deutschland oder in Frankreich oder in Italienisch auch stattfinden, gibt es kaum eine Rezeption in die andere Richtung. Vielleicht noch nur kurz eine Anmerkung auch zu ein paar konkreten Ansätzen, die in diese Richtung weisen. Es gibt beispielsweise in Frankreich Alain Touraine, der sein Leben lang über soziale Bewegungen geschrieben hat, sehr einflussreich ist, einflussreich auch in Lateinamerika, hängt auch damit zusammen, weil er da ein Institut mitgegründet hat, dass seine Frau aus Lateinamerika kommt, etc. pp. Touraine hat einen Ansatz vertreten, den er soziologische Intervention nennt. Und da ist die Vorstellung, dass die Soziologen als Beobachter von Gesellschaft einen zentralen Konflikt pro-gesellschaftlicher Formation identifizieren, der aber den Akteuren zum Teil nicht bewusst ist. Die kämpfen dann aus der Perspektive von Touraine zum Teil auf Nebenschauplätzen, erkennen also nicht so recht den Sinn ihres Tuns. Und in dieser soziologischen Intervention sollen eben die Forscher mit den Aktivisten zusammenkommen. Das ist auch praktiziert worden, zum Beispiel im Atombereich, versuchsweise auch bei den Frauen, da hat es nicht geklappt. Bei Solidarność ist es probiert worden. Und da würden praktisch die schlauen Soziologen, die etwas beschränkteren Aktivisten über den Sinn ihres Tuns, und zwar in Bezug auf Historizität, also Historizität, den zentralen gesellschaftlich relevanten Konflikt aufklären. Und das halte ich, also ich habe mich damit im Detail auseinandergesetzt, obwohl da jetzt ja ein praktischer Anspruch, ein politischer Anspruch drinsteckt, Touraine ist ja auch ein Linker, das halte ich für völlig abwegig, diesen Ansatz. Im Konkreten, nur um es mal an einer Stelle anzudeuten, im Anti-AKW-Konflikt in Frankreich wurde mit zwei Gruppen experimentiert. Die eine war in Paris, das waren sozusagen die Aktivisten, die Touraine gelesen haben und soziologisch gebildet waren und intellektuell waren. Die haben dann die Deutung von Touraine und seiner Gruppe übernommen und insoweit waren sie auf dem richtigen Dampfer. Und die Gruppe in Malville, also in der Provinz, die da gegen den schnellen Brüter angegangen ist, die hatte ganz andere Deutungen des Konflikts und hat halt ihr Ding gemacht und die hat dann sozusagen auf dem falschen Dampfer gewirtschaftet und hat sozusagen den höheren oder den tieferen Sinn ihres Tuns im Anti-AKW-Konflikt nicht so recht begriffen. Das ist jetzt ein bisschen eine Karikatur des Ganzen, aber das heißt auch, dass eine engagierte Forschung, also auch eine parteinehmende Forschung, in meinen Augen grandios schieflaufen kann. So to the questions that were addressed to both of us and to me, first, just quickly on funding, we get funding from all different kinds of places and then sometimes hijack funding. So what I mean by that is that I'm at a public institution. In the U.S., there's a huge stratification between private colleges and universities and public. Public universities have very, very little money, now even less with the current crisis. So we don't get institutional money. We have to get it from private foundations. Almost exclusively, our money comes from private foundations. The federal government right now is more interested in funding quantitative positivist research. So it's difficult to get money from the federal government for the kinds of work, the studies that we do. What I mean by hijacking is that
private foundations which largely support social service programming in the United States, where the federal government has now, because of budget cuts for years, the funding has dropped precipitously for social service work, for community organizing, all that kind of thing. That they get money from private foundations. Private foundations are also drunk with evaluation and the need to constantly provide evidence that these community-based organizations are indeed reducing poverty, right? No structural analysis about what the responsibility of the federal government is. Instead, this little community-based organization is responsible for eradicating poverty in their community and needs to show with quantitative numbers how each person they touch is, you know, their life is improved for the long haul. So this is the stress right now of community-based organizations and social service larger organizations that are not government funded. So some of them hear about our work and then say, okay, we have to do this evaluation because otherwise Ford and everybody else won't fund us. But we don't like the traditional measures. We're an activist-oriented group. Participatory research feels very good for them. So often we'll hijack their evaluation to answer the foundation's needs around the effectiveness of their program, but then also do a larger project, and this sort of gets to your question, that the community-based organization is organized around, so that they can be engaging research with their members, with their community, around their larger topics, and then fuel some of that back to the foundation around. So that's some of the ways that we get funded. And how we work around funding. And also we do things very cheaply, as you can see, and sometimes very fast and sometimes very slow because we don't have the resources. The morning after looks different in different projects. This project is a little unique in that there was no group before. Most of the work that we do, we partner with an existing organization or community group or school system or prison or something. Like, there are people in an institution or in an organization. So we are not inventing the issue. We may be coming in common cause. And when we leave, the leaving isn't, with some exceptions, in schools, the leaving can be very abrupt, right? Because we're the only folks who are taking a middle ground. We're not teachers, we're not students, and there aren't other bodies. And community-based organizations, the morning after isn't so bleak often because there's folks who've then been part of the research who carry that into the other work. Whether they're members or organizers, they're carrying it into their work. In the Bronx, it was very different. It just evolved out of literally people coming together around a deep concern about this extreme policing that's happening right now. And at times that's been challenging logistically. At other times it's been very freeing because we're not responsible to anyone except for ourselves and the community, but our relationship to them. Some of my colleagues who live up there, and this is very outside of their other activity. I mean, it's not outside of their experience of policing, but the doing research is outside of their lives, or has been. It's been very exciting to come together with people they saw on the street but didn't know intimately, and now they formed a group, and the mothers, couple mothers, so they talk about it a lot like a child. So like we birthed the child, and then the baby, and then for a long time they described our stage. Whenever they talk to outsiders, I hear them use sort of the developmental language of a child. And so with the illuminator, you know, someone said, oh, now we have legs. We're wobbly, but we have legs. And, you know, several times people said, we were nothing before this. And obviously they were something. They were many things. But the project didn't exist. And there's a lot of excitement to keep going after those of us from the Public Science Project leave. That they want, I mean, the reality is we don't live there. And I think participatory work looks different in different places. For us, we bring our partiality. We bring our situatedness, our politics, our hopes and agendas into the space and try to deal with it. So there is the reality that we live in different economic neighborhoods, we have different abilities to commit to the project, all of that is wrestled through and then it gets decided. So it's not a big surprise when
you know, I go back to teach my classes. Or, like, I came here, and I'm a team of 15, and I'm the one who got a free plane ticket to Berlin to meet all of you and to talk about this work, right? And on one lens of analysis, that could be like, here I am, the most privileged, and then I get to do that, and that's true. On another lens, right, everybody was calling me, texting me, tell them this, tell them that, make sure they know this. I can't believe it. Are you going to show the video? So it is, so there are lots of answers to that, and I don't mean that in a patronizing way. And I think that also speaks to the other question around, you know, we want the police. This is not a fuck the police thing. When I talk about this work, and this is rash generalization, but when I talk about this work to wealthier and whiter people in at home, their first response when they hear all those numbers, right? It's an assault on the body. It's actually hard to really even understand what those numbers are, whether they've happened to you or not. Why don't they move? Why do they live there? Why don't they move? I've heard, why don't they move? I myself walked away from several meetings in the beginning going, fuck, I could live here. I would take my kid and go. I could not have my kid just be arrested week after week. And they don't just arrest you. They throw you on the ground. They step on you. They kick you. They call you names that are just unbelievable, right? But when we bring that, like, for a while, I didn't even mention to my colleagues who live there that, like, people are always telling me that they should leave. Although I was kind of asking questions about, so, you know, what makes you stay? How long have you lived here? You know, but people, it's their home. It's their home. They've lived there. Some of them, their grandparents have lived there. Their parents have lived there. They've lived there. Others moved 30 years ago, raised their families there. It's their home. And it's more than just, even though the policing right now feels like the issue, it's obviously more than that there, right? There's birthday parties and anniversaries, and they've lived in it in different economic periods. They lived through the extreme drug proliferation that was happening, and they watched what that did to the neighborhood. They lived through times when there was no police presence, right? And when you would call the police and it would take them 2 hours to come. So I think to some extent they bought into a fantasy / reality myth around citizenship. So they feel that, you know, they have a right to the city, that they have a, that as citizens of the city, they have a right to be protected. They have a right to be, to hold people responsible for service and other kinds of things that we all get in this city. And I think so they're asserting that they are members of the community. And so we try to hold that alongside. And because, again, it's not just our differences that we try to hold, but we also come with our positions, right? So I bring my critique around policing to the table. And I have to, and then we talk about, or we wrestle, and we don't work on a consensus model. So, in fact, I've been very influenced by Gloria Anzaldúa. I don't know if you know her work. She was a lesbian feminist Chicana writer and poet from sort of the Texas area. And she wrote a lot about choques, which in Spanish means a clash or, crash. And she talked about them as, and conflict as very productive and generative. That sort of new ideas can, that there's creative space that new ideas can form, and that people can get hurt also. And I think we use that model a lot so that we embrace when there is difficulties or conflicts or contradictions, we try to speak them so that we're not afraid to bring in our own, right? So the knowledge that I bring is both the policing, you know, criminology, things that I've read from the academy, from journals and academic spaces. And then I also bring my own political analysis, and I, you know, and folks are invited to bring theirs too. So we do a lot of stuff to get folks who don't normally think in those terms to be able to contribute from the different pieces of their life. And that's where we value experience alongside journals. And then from that mix, we try to answer the questions. And so then when we did the Illuminator thing, it had a very, if you could watch, and maybe one day you'll see it on the website, the whole, it's only 2 minutes, but it had a very kind of even tone. So the
data, the percentages of stops were outrageous. And in that, sort of speaking of resistance. But then the overtone was, you know, this is our home. It was very, like, I don't know, like almost neoliberal. This is our home. You know, this is where we shop. This is where we pray. Because there was also this wanting to convey a sense of humanity. Not that that would be enough, but that, anyway, so that's how we try to wrestle with those questions. And we make multiple products, too. So some of them take more activist tone, and some of them take a more neutral tone, I guess you could say. Because we have all this data that we can play with, and then use the findings in lots of different ways. Thank you. Ich habe jetzt drei Meldungen. Möchte noch jemand dazu? Weil dann, ja. Danach würde ich vorschlagen, machen wir mal eine Pause und. Moment, hier vorne mit dem Blau und. Ich habe eine Anmerkung zu deinem Vortrag, Dieter. Und zwar, ich habe mich gefragt, ob die Parteinahme, die ich dir jetzt unterstelle, die du ja auch selber ein Stück weit für deine Motivation genannt hast, überhaupt zu forschen, dass die sozusagen selber in dem diskursiven Rahmen schon liegt, in dem du dich bewegst, in einer gewissen Weise irgendwie das Projekt der Moderne ist, das hast du ja selber auch benannt, also welche Motivation du benannt hast, war ja einerseits, es geht auch Wissenschaft, also es waren ja vor allen Dingen Motivationen für Wissenschaft und Begründungen dafür, sie zu machen, ist ja, dass es um gesellschaftliche Problemlösungen gehen muss, weil Wissenschaft auch gesellschaftlich finanziert ist. Das heißt, also du berufst dich hier auf eine bestimmte Art von Arbeitsteilung, von gesellschaftlicher Arbeitsteilung, die ja dann dem Projekt, was Maria vorgestellt hat, wo es um Demokratisierung von Wissensproduktionen geht, in einer gewissen Weise schon gegenübersteht in der Opposition. Das zweite ist eben auch das starke Berufen auf Aufklärung und damit verbunden auf die Praxis der Deliberation, die ja sowohl ein wissenschaftliches als auch ein politisches Ideal und Projekt ist. Und ich habe den Eindruck, dass darin doch eigentlich auch schon ein positiver Bezug auf eine Machtstruktur von Wissenshierarchisierung liegt, die ja selbst durchaus politisch machtvoll wirksam ist, Subalternitäten produziert, die in solchen Projekten wie Maria sie ja angeht, gerade auch in Frage gestellt werden. Schräg hinter ihm, die Frau mit dem Blonden. Ja, ich danke meinem Vorredner, weil er hat eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. especially I wanted to ask about Aufklärung. Entschuldige, es ist für die Übersetzer einfacher, wenn du in einer Sprache bleibst. Okay, ich wollte Maria jetzt nämlich direkt was fragen, aber dann spreche ich trotzdem Deutsch. Also es ging um Aufklärung und ich hatte auch die Frage nach Machtbeziehungen dann gestellt, sozusagen angeschlossen. Und dann vielleicht jetzt ganz konkret oder ganz kurz einen Kommentar möchte ich noch einschieben, weil das auch, glaube ich, passt. Ich studiere Politikwissenschaft und mache im nächsten Jahr meinen Master. Und tatsächlich hat mich das auch ein bisschen irritiert, dieses Gegenüberstellen von B und C sozusagen dann in deinem Vortrag, Dieter, weil ich nicht das Gefühl habe, in meinem Studium keine anderen Alternativen noch kennengelernt zu haben. Unter anderem war ich vor einem Monat hier auch in diesem Raum auf der Decolonize the City-Konferenz, wo es auch einen großartigen Vortrag von Ruth Wilson Gilmore gab. Und zum Beispiel diese dekoloniale Perspektive sehe ich durchaus auch noch als Alternative. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, Maria. Und vor allem fand ich spannend, wie ihr methodisch dann auch Daten erhoben habt in der Bronx. Da wurde zum Beispiel Storytelling erwähnt. Vielleicht kannst du ein bisschen noch darauf eingehen, was es noch für Methoden gab. Danke. Dankeschön. Jetzt war Gabriele. Ja, ich danke euch beiden für die interessanten Vorträge. Also mich würde auch von Maria interessieren, noch mehr zu den Methoden, wie man tatsächlich mit der Community und nicht über sie zusammen forscht, wenn du da noch was zu sagen kannst. Und dann bei Dieter, das hatte ich vorher kurz angedeutet, irritiert mich einfach auch die Abgrenzung mit dieser Parteinahme. Ich glaube, es geht gar nicht darum, wie ich für was Partei nehme oder nicht nehme, sondern, und das hat mich da eben auch gestört mit Maria Mies, ist, wie ich zusammen mit anderen, und da war sie eine der ersten, gemeinsam forsche.
Und da ist natürlich, das muss man sehen, das war 78, du hast ja selber gesagt, da ist natürlich eine Teilidentifikation oder Identifikation, würde ich auch nicht mehr verdrehen. Das war damals Differenzfeminismus, eine ganz andere Zeit. Aber sozusagen den Impetus, das war doch die Möglichkeit, ähnlich wie die Aktionsforschung, die ja in der gleichen Zeit geboren wurde, tatsächlich auch jenseits der Wissenschaft aus der Community heraus gemeinsam forschen zu können. Das gab war früher nicht zu denken, und wenn ich die Zeit nochmal Revue passieren lassen darf, die Feministin, die war nicht in der Wissenschaft. Die gab's überhaupt nicht. Die hätten gar nicht über die Community forschen können. Sozusagen, es war die Chance, überhaupt da gemeinsam heranzugehen. Und das finde ich heute noch nach wie vor das total Spannende. Deswegen auch die Frage nach den Methoden, wie ich das mache. Und ich kann aus meiner eigenen Dissertation erzählen, also eben berufstätig in der Auseinandersetzung mit Schreibkräften, die eben in der Gefahr waren, ihre Position zu verlieren durch Technikeinsatz, dort zu versuchen, wie man die Arbeitsbedingungen dieser Schreibkräfte verbessert, verändert, inner auch gewerkschaftlichen Auseinandersetzung gemeinsam zu kämpfen, und ich schreibe daraus die Dissertation. Ich habe mich erinnert gefühlt an meine Disputation. Das war das absolute Chaos. Max Weber, geht alles so nicht, und ich verstehe nicht, warum das schädlich sein soll. Also du sagtest ja auch, da gibt es Ergebnisse, die könnten schädlich sein. Jedes Ergebnis bringt uns doch da ein Stück weiter, und zwar nicht nur das Ergebnis, die sind alle powerful und stehen auf den Barrikaden, das waren sie ja gar nicht, sondern auch das Ergebnis, da gibt es Resignation oder es gibt Vorbehalte oder Angst vor einem Arbeitsplatzverlust. Also ich finde, dass genau da und der politische wir da weiterhin müssen und uns nicht von abbringen lassen dürfen, weil jedes Ergebnis, was tatsächlich aus der Community kommt, wo auch Ergebnisse, die mir nicht gefallen, jetzt Polizei zum Beispiel hin oder her, also dass das doch uns in der politischen Auseinandersetzung weiterbringt. Also da würde ich dich bitten, Dieter, vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Danke. Dankeschön. Jetzt sind die drei Herren hier vorne, der in der Mitte als erster. Hier links, zweite Reihe. Ja, ich wollte Maria fragen, welche Relevanz die Kategorie Geschlecht oder Gender oder auch Männlichkeit in den Untersuchungen hatte. Also wer wird denn da untersucht entlang dieser Kategorie? Und ich muss dann urbane Jugendaufstände denken in Frankreich oder auch in England letztes Jahr und fragen, ob sowas wie Gemeinschaft oder Nachbarschaft eine Voraussetzung für diese Methode auch ist, die ihr da angewendet haben, und ob sowas vielleicht auch in Frankreich oder England gibt, so wo Sicherheitspolitik, wo massive Polizeipräsenz in Stadtvierteln eben ein ganz großes Problem ist. We need this one again. Sorry, this there wasn't super great translation. The translators are amazing, and I thank you. Otherwise, I couldn't be having this conversation. But that last question, could you rephrase it again, because it didn't get translated very well, or in a way that I could understand, or maybe it was my understanding of the translation. Okay, also zunächst wollte ich fragen, nach der Relevanz der Kategorie Geschlecht oder auch Männlichkeit bei den Untersuchungen. Also wer wird da untersucht, Gender, wie wird damit umgegangen? Und zum anderen, inwiefern sowas wie Community oder Neighborhood auch eine Voraussetzung ist für diese partizipatorische Methode. Ich denke halt an die ehemals roten Vorstädte in Frankreich, an urbane Jugendaufstände, an massive Polizeirepressionen, ob es da sowas auch gibt. Ja, okay. Thank you. Es gibt sowas übrigens in den Banlieues, da gibt es Organisationen, die sich darum kümmern, aus der Community. Ich weiß nicht, ob du dazu mehr sagen kannst. Ich wollte nochmal Dieter ein bisschen quälen, weil der Zweck und an wen es sich richtig ist bei Maria mir völlig klar. Bei dir war mir das noch nicht so klar, sozusagen, wozu du das machst und an wen du dich richtest. Immer wieder kam sozusagen die Presse, der akademische Diskurs, das ist ja völlig klar, warum auch nicht, ne? Und ich finde auch nicht sozusagen, dass man unbedingt Wissenschaft treiben muss, indem man sozusagen die Beforschten in den Prozess hinein mitnimmt. Ich bin zwar dafür und vertrete das, aber muss ja nicht jeder machen. Trotzdem machst du das ja mit einem Zweck. Und der ist ja nicht nur, wie du mehrfach gesagt hast, beschreiben, was da passiert. Sondern du machst es doch, das
glaube ich zumindest bei dir, mit einer kritischen Methode. Das heißt, du kritisierst, was du da anschaust, du analysierst genau, du ziehst Schlussfolgerungen daraus. An wen richten die sich, zu welchem Zweck? Doch wahrscheinlich zu einer gesellschaftlichen Veränderung, wahrscheinlich doch auch mit Blick auf die konkrete Bewegung, die du da untersuchst. Du gehst ja nicht nur auf Vorträge wie hier, sondern ich nehme an, auch bei der Anti-AKW-Bewegung hast du gesprochen oder als Aktivist, Wissenschaftler, beides. Also das ist doch eine andere Form von Parteilichkeit, als dann sozusagen in einem veröffentlichten Meinung zu sagen, außerdem bin ich noch dafür die AKW-Bewegung, sondern da gehst du doch in einen kritischen Auseinandersetzung mit der konkreten Bewegung. Und das ist doch eine andere Form von Parteilichkeit, weil sie sich mit politischen Intentionen verbindet, als sozusagen ein Wissenschaftler, der möchte gern mäßig neutral nur im akademischen Raum sich bewegt. Das machst du ja gar nicht. Und falsch. Live, Entschuldigung. Verzeihung. Ich möchte meine Frage nochmal wiederholen zu den eventuellen Widersprüchen oder auch Ablehnungen, die ihr vielleicht erfahren habt in der Nachbarschaft gegenüber eurem Projekt und eurem Anliegen. Habt ihr, also, oder anders formuliert, habt ihr solche Widersprüche und Ablehnungen erfahren? Seid ihr auf solche gestoßen? Oh, yes, I didn't answer that. Okay. Dario, kannst du das kurz machen? Denk, ja. Richtig? Voll ohne Scheiß? das Mikro, genau. Ich wollte sagen, wir haben dann auch noch einen Abend und noch einen Tag. Ja, ich denke, wir werden ja später noch über die Sachen weiter diskutieren, ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wir gerade über Sachen diskutieren, die eigentlich schon einen Schritt weiter sind als das, was wir diskutieren müssten. Ich denke nämlich, dass diese Zugang, die Zugänge zu der Art von Forschung davon abhängen, wie man glaubt, dass Gesellschaft funktioniert und was soziale Bewegung oder Bewegung, also ich lehne ja schon den Ausdruck soziale Bewegung ab, was Bewegungen überhaupt für sozusagen eine Rolle in gesellschaftlicher Veränderung spielen. Das Problem mit Thurin ist, dass er zu so einer Analyse kommt, weil er grundsätzlich von der bürgerlich-liberalen Trennung der politischen, sozialen und ökonomischen Sphäre ausgeht und von daher natürlich die Bewegung in die soziale Sphäre rein interpretiert. Und da müssen natürlich dann die Weisen und die aus der politischen Sphäre sozusagen helfen, dass die Bewegung dann auch richtig verstehen, was läuft. Und von daher denke ich, dass wir eigentlich einen Schritt zurückgehen müssen und erstmal definieren müssen, wie sehen wir, funktioniert Gesellschaft überhaupt? Was sind Bewegungen? Ich meine, natürlich kann ich diese Ansätze mit Neutralität etc. und sonst irgendwas oder auch ein bisschen Parteinahme kann ich vertreten, wenn ich davon ausgehe, dass Bewegungen nicht zentrale Kräfte in gesellschaftlicher Veränderung sind. Wenn sie das sind, dann brauche ich einen ganz anderen Ansatz, der viel eher in die Richtung geht, was Maria präsentiert. Mhm. Dankeschön. Okay. Willst du oder willst du das Schlusswort? Bitte. Die eine Frage zielte auf die wissenschaftliche Arbeitsteilung und damit auch die Frage, ist eigentlich Wissenschaft nur etwas, was den Wissenschaftlern als Profession zu eigen ist und für sie reserviert ist und dann sind die Akteure, die politischen Aktivisten eben in einem anderen Feld und können da nicht mitreden und nicht Anteil nehmen an der Wissenschaft. Also generell würde ich die Vorteile von Arbeitsteilung sehr, sehr hoch schätzen. Also das gilt jetzt für alles, so gut wie für alles. Also ob das jetzt der Kameramann ist beim Film oder ob das der Steuermann ist auf dem Boot oder wo auch immer. Jetzt gibt es aber immer wiederum Versuche, diese Arbeitsteilung zu durchbrechen und rückgängig zu machen. Im Bereich der Kunst, zum Beispiel, wenn jemand sagt, wir sind alle Künstler, jeder kann Kunst machen. Da würde ich sehr weit mitgehen. Aber es gibt andere Bereiche, wo es nicht geht oder sehr schwierig wird. Und das ist auch in der Wissenschaft so. Nun gibt es Wissenschaftsbereiche, sagen wir mal Molekularbiologie, da ist die Einladung an andere, macht doch gefälligst mit, eigentlich ziemlich sinnlos, ja. Weil jeder sofort sehen wird, das klappt so nicht, die können nicht einfach mitreden, sondern die müssen dann erstmal, was weiß ich, 5 Jahre studieren. Im Bereich gesellschaftlicher Probleme oder der Sozialwissenschaften
sieht es eigentlich anders aus, die Wahrnehmung. Also sozusagen die populäre Wahrnehmung ist, wir gehören ja alle der Gesellschaft an, wir leben in der Gesellschaft, also können wir über alles mitreden. Und das ist erstmal eine gute Voraussetzung. Zugleich aber gibt es, wenn man Wissenschaft betreibt, bestimmte Standards, auch bestimmte Sprachspiele, die können auch ausgrenzend wirken, aber es gibt auch Sprachspiele als Form der Verständigung und der Verkürzung, so wie es es auf dem Boot gibt. Wenn jemand sagt, zieh mal die Vorschau dichter beim Segeln, dann ist es eine sehr präzise Anweisung für Eingeweihte. Und wenn ich sage, zieh mal an irgendeinem Strick da vorne, dann führt es eben in einer schwierigen Situation nicht zu dem erwünschten Ergebnis. Das heißt, diese Sprachjargon und vor allen Dingen die Techniken, der sich Wissenschaft bedient, vorher wurde SPSS erwähnt, also es ist die Nutzung eines Computerprogramms für statistische Verfahren. Wenn man also mit Zahlen zu tun hat und Regressionsanalysen oder was immer macht, dann bewegt man sich im Feld der Arbeitsteilung. Und da klappt es dann nicht mehr mit dieser Einladung, ja, mach doch einfach mit, ja. Also komme ich zu einem sehr differenzierten Ergebnis. Es gibt Bereiche und Fragestellungen, bei denen Laien mitmachen können und sollen. Es gibt auch immer wieder die Pflicht der Wissenschaftler, ihre Ergebnisse zu transferieren. Das heißt, sie dürfen sich nicht nur wissenschaftsimmanent bewegen und abschirmen und kommunizieren, aber es gibt eben Bereiche, in denen die Arbeitsteilung da ist und dann de facto, unabhängig von der Intention der Forschenden, ja, erstmal Grenzziehungen bedeutet. Die Intention sollte sein, ist mein Selbstverständnis, diese Grenzen möglichst durchlässig zu halten, aber wir sollten uns auch keine Illusionen darüber machen, dass solche Grenzen eben de facto existieren. Zweiter Punkt betraf nochmal die Diskurssituation und die auch in Diskursen wirkenden Macht- und Herrschaftsmechanismen. Ich habe mich auch positiv auf Habermas bezogen, wenn im Diskurs nur der eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Arguments, so das Zitat von Habermas, gelten soll, dann steckt da immer noch möglicherweise eine verdeckte Form von Macht. Denn wenn ich mich auf Argumente kapriziere und den Austausch von Argumenten, dann haben diejenigen natürlich einen Standortvorteil oder vielleicht auch einen Machtvorteil, die gut informiert sind, die sich gut artikulieren können, die rhetorische Tricks beherrschen, also zumindest rhetorisch clever sind und so weiter. Insoweit muss man, und da gibt es ja auch eine Kritik daran, Iris Young und so weiter, insoweit muss man diese Einwände ernst nehmen, das tue ich auch, und muss also den Horizont von Diskursen öffnen für Inputs, die nicht nur kognitiver und argumentativer Natur sind. Zum Beispiel, wenn darum geredet wird, welchen Anspruch eigentlich Behinderte haben können, die überall diese teuren Auffahrgelegenheiten brauchen und ob das denn gerechtfertigt ist und ob das Geld nicht woanders vielleicht auch für andere Bedürftige besser ausgegeben werden kann, wenn man über so eine normative Frage entscheiden soll, dann, glaube ich, kann man nicht einfach nur die Argumente der Nichtbehinderten zur Kenntnis nehmen, sondern dann muss man auch die Erfahrungen von Behinderten in diesen Diskurs reintragen. Die haben vielleicht gar nicht den Status von Argumenten, aber sie sind zunächst mal Gesichtspunkte, die mit in die Abwägung gehören. Also in diesem Sinne bin ich schon für eine Öffnung und anerkenne auch die berechtigte Kritik an Habermas. Aber das entwertet nicht generell die Funktion des praktischen Diskurses als eines Mediums, vernünftig und kollektiv über die Angemessenheit von sozialen Normen zu entscheiden. Ich sehe gar keine andere Möglichkeit. Andere Möglichkeiten würden bedeuten, ich mache aus dem Bauch heraus,
ich mache es aufgrund einer Tradition, weil es schon immer so gemacht wurde, oder ich mache es in Berufung auf eine transzendente Existenz, Gott oder was auch immer, oder auf ein Naturrecht, ja, modernes oder klassisches Naturrecht. Das sind Wege, die meines Erachtens zu Scheinbegründungen führen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu umständlich und zu ausführlich mit meinen Sachen, aber mir liegen auch diese Punkte sehr am Herzen. Ich bleibe sehr kurz, sorry. Ja, es war nochmal die Sache mit Maria Mies und der damaligen Situation. Vielleicht müssen wir uns nachher mal direkt unterhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Wenn man natürlich die Situation so nimmt, wie sie war, dass die einen sitzen im Wissenschaftssystem drin und haben die Ressourcen und die anderen sitzen außen und bellen und machen dann halt was mit ihren Mitteln, die dann gezwungenermaßen auch anders aussehen, ja, dann machen die das aus guten Gründen oder auch aus der Not heraus. Aber das würde nicht dann die Kritik entwerten. Da kann man sagen, ja gut, unter den gegebenen Bedingungen war halt nichts anderes möglich, aber es würde nicht die Kritik entwerten, sobald die Ansprüche von Wissenschaft im Sinne von Nachvollziehbarkeit, Intersubjektivität, bestimmten Verfahren auch die bestimmten Ansprüchen genügen müssen, sobald diese Ansprüche hochgehalten werden. Also dann kann man die immer noch anlegen, kann sagen, gut, das genügt mehr oder weniger diesen Ansprüchen, ist auch verständlich, warum es in bestimmten Situationen, etwa aus Geldmangel, diesen Ansprüchen nicht genügt. Aber das entwertet die Ansprüche als solche nicht, meine ich. Der letzte Punkt betraf die Rolle von Bewegungen oder überhaupt das Vorverständnis von Gesellschaft, das zuerst zu klären wäre, bevor man dann sich überhaupt über den Bewegungsbegriff einigt oder den auch zurückweist und so weiter. Damit komme ich nicht recht klar, muss ich sagen. Da müssen wir uns jetzt erst sozusagen näher verständigen, was genau gemeint ist. Ich komme insofern nicht klar, dass ich nicht sehe, wie man sozusagen vorab und grundsätzlich diese Gesellschaft analysieren will und kann und sich dann in der Folge anderen Dingen zuwendet. Also was wäre etwa die Rolle von Bewegungen in Gesellschaft oder brauche ich überhaupt einen Bewegungsbegriff oder müsste ich das nicht anders nennen? Denn um diese Gesellschaft in toto zu analysieren, brauche ich ja auch schon immer wieder Begriffe, Konzepte, Kategorien wie Macht, wie Kapital, wie Gesellschaft, wie Gemeinschaft, was auch immer da gewählt wird, die ihrerseits schon bestimmte Setzungen haben und in die auch schon Vorannahmen einfließen, die nicht wiederum ihrerseits begründet werden können. Also ich muss irgendwo anfangen, aber ich kann nicht eine Abfolge postulieren. Erst mache ich die große Gesellschaftsanalyse und dann treffe ich die daraus folgenden Entscheidungen. Aber vielleicht, ich sehe schon deine Reaktion, es ist wahrscheinlich jetzt einfach ein Missverständnis. Wir müssen sozusagen erstmal unsere Denkhorizonte und Sprachspiele wechselseitig verstehen, bevor wir auch in Austausch treten können. Dankeschön. Maria. So I realize that I'm probably what's standing between you and dinner. But feel comfortable. So I'm going to take a long time. No. So I'll try to be quick, and then maybe there's things that we can talk about during dinner or, you know, just whatever. We can just talk individually. So quickly, because I forgot your question last time, we haven't, around being rejected in the community, you know, the word community, I'm throwing it around all the time, loosely right now. What I mean is that our research participants who took the survey live in those 40 blocks, right? My co-researchers live in the 40 blocks. In this particular project, because we were interested, Brett and I were interested in how these policies were playing out on a local, people have been doing surveys, well, the New York Police Department and a few other folks have been doing surveys like citywide, but nobody was working with residents to talk about what was the lived experience in a smaller community, on a smaller scale. So because we're interested in big data and little data,
thinking more qualitatively, even though some of our methods have been quantitative, we decided we were going to locate ourselves for this work. And then the group, you know, sort of mapped it out, as you saw. But everyone is very clear that even though we are in a small geographic space, those 15 of us do not represent all of the thoughts and opinions, right? We have a handle on them because we try to sample in the most randomized way. So we have a handle of the experiences, but it's not exact. In order to take the survey, you didn't need to live in that area. That's not representative of all participatory work. Some participatory work is much larger in scale. There's just lots of different, I mean, the method part of the epistemology doesn't speak to whether it needs to be large or small or ground, you know, where the grounding is. And so we haven't, that said, we have not heard overwhelming rejection or really any kind of rejection. It was an interesting question for me to think about. There were a lot of people in the survey who said, you know, it's good. There are uniformly, people said there are more police now than there were before. When we asked about changes in the neighborhood, we didn't ask about police changes. We said what, you know, it was a qualitative question, what changes have happened in the neighborhood for the good and what changes don't you like that you wish were different. So overwhelmingly people report more police, but there's a lot of people who like the police, right? Latinos, for example, were much more positive about the police than the black folks who took the survey. Then, you know, they're being stopped at lesser amounts. There's all kinds of different reasons for it. But so there's that, but that's not really rejection, I don't think, in terms of what you're talking about. And then just to harken back to another question, I think that was raised around about whether what the role is of participatory work in social transformation. You know, we could talk endlessly about how social transformation happens or when it doesn't happen or theories of change. And I think our position is that, you know, in part we come to this work through our location. So I'm coming as a researcher. You know, I have a particular set of politics, but really that's my, you know, I'm not a community, I have been a community organizer, but I'm not a community organizer anymore. I respect that there are community organizers, and so our position is that we come in, we do well what we can do, and then we partner with folks who are doing their other work. And so that we're just a small piece in this. I don't know that, I think it would be very arrogant to say that participatory work is the, you know, the engine behind social transformation. You know, I don't know that we're impacting poverty or that we're impacting education in this neighborhood by asking complicated questions about policing. On the other hand, our group, Occupy has been one of the biggest things that's happened in our area, right, for us. They are not connected to that at all. So their point of entry into a movement, even as a diversified kind of crazy movement as that one is, was not happening. There were no links happening there. And so thinking about different ways that people get mobilized and get connected. And anyways, I think those are interesting things. Also, from our work over time, I've been doing it for about 15 years, it's become I'm not sure what to do with this, but I have learned that often the site of the work is not always where the most radical changes happen, right? So that we do a particular project around education in prison and the impact of higher education in prison has on women, on the prison environment, all that. So for a while, it was an amazing kind of revolutionary space if that can exist inside this maximum security prison. The warden changed. All that sort of revolutionary kind of participatory activity, self-directed stuff that the women were doing, got squashed. And so in a way, it was like this victory, and then it was a failure, if you look at transformation in that way. However, from that project, I spoke and others who were on the outside all over the place. And then women who were in prison, who then finally got released, continued speaking. And there have been all these different seed. There are, I think, 9 different seed programs. So new college programs in prison that didn't exist before because people heard about the work, got excited, and mobilized in their own space. And that I have lots of examples of that, where the site itself, for whatever reasons,
it can't sustain it. I guess it makes us think about, like, what is sustainability in those ways, and how do we think about it? I think the methodological conversations we should have over dinner, I have lots of stories and good examples. We take methods very, very seriously. And, you know, because someone is living an experience, there is something. I don't devalue the work as social scientists that we do, or I don't devalue the training that we've had. Maybe it's not filled with all the things I'd like it to be filled with, but we have learned something about how you talk to folks, how you create surveys, how you learn things, and systematically ask questions. I like the skepticism, but a systematic questioning without, well, whatever. Anyways, so one of the gifts that I bring to the table when we have these participatory groups is that I know methods, and I can help deconstruct some of that learning. I can share the jargon. I can learn new jargon from what other folks are saying. Anyways, we can talk about that. Around gender, I'm not sure, so we might have to talk afterwards exactly what you are asking, but I can tell you that that all kinds of difference in our group mattered. And I said earlier, we used it as method. And so part of what I mean by that is overwhelmingly who's being stopped are African-American young men, right? Some adult men too, but young men. Young meaning like 14. When we asked people for age, it was the pretty much uniformly, it started around 14 and then goes on. But it's like big concentration between 14 and 30. So we, in developing our question, and figuring out, again, what themes we wanted the survey to have, and then what questions we wanted to ask within those themes, and then the actual process of giving the survey out to people, we thought a lot about gender, because we wanted to make sure that the people who were going to answer those questions would be able to understand what it was we were asking them. And so, you know, the young African-American men and some of the young Latino men got not privileged space. It wasn't like, okay, you do it. But clearly they had expertise that all the studying in the world I can do, and I'm not going to get as good. You know, some of this stuff is temporal. You know, there's different language at different times. There's, you know, it's sometimes it's very neighborhood. How the gangs function in this particular neighborhood are different than how they function in Chinatown, for example. So there's a lot of very particular, very nuanced knowledge that it was, and that's why it was important for us to have a diverse team so we could represent all of that knowledge there, right? It wasn't just a social activity or a sense of politics. It was actually in part because of our research, our scientific concern that we could construct an instrument that would actually be able to evoke the knowledge that we needed to hear. Right, that we needed, or to answer the questions that we had. So we did find, though, that all these things, it's to have a hard line is not always the best method. So because we found some examples where young men who were being interviewed by other young men, in the beginning we just gave the survey out to everybody. But then too often people were not answering how many times they'd been stopped or what names they'd been called. Two out of other things that people were skipping. So then we would go with folks, and sometimes they would take it on their own, and then we would see any holes, and then where there were holes, we would say, so, you know, how many times? You've never been stopped, or, you know, or you've never been stopped. No, not always so skeptically. But anyways, and then that's when we would have the conversations about, like, yeah, all the time. But then they would leave it blank. So to get them to put a number to it, right, or the names. And sometimes a young man to a young man was less successful than a young man to somebody like me who they read as not being from the neighborhood. So there was like, sometimes it was more like the intimacy sometimes allowed a deeper sharing of information. And at other times, the anonymity allowed a deeper sharing of information, particularly around the races, the degrading names that people were called. It was too hard to sort of say a guess to another. So I think psychology is at play in those. And so the hard line of like, it needs to be an insider, it needs to be an outsider, really playing with insider and outsider as important things to think about, but not necessarily always useful categories. All right, I'm going to leave it with that. But I'd love to talk more about decolonizing methodologies or thinking about, you know, breaking down methods or all of that, because that is in large part what we do. So I'll sit next to you right now. Thank you very much. Thank you.
thank you to the translator.